So, Servus, dann begrüße ich einfach mal alle. Mach mich noch ein bisschen hübsch. Benny, heute führe ich dich zu deinem ersten Sieg. I don't think so. Ne, mal schauen. Ist natürlich alles drin. So, ich grüße natürlich alles. Servus an Benny, an Franklin, an Maike, an Timme, an Ninja, an Colin. Und ihr grüßt euch wieder alle gegenseitig. So muss das. Servus Italia. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. So, ja, genau. Jetzt begrüßt ihr euch alle wieder und fallt euch gegenseitig in die Arme. Wenn jetzt keiner dabei gewesen wäre, dann wäre ich auch sauer gewesen. So, parallel spielt noch Zverev. Ich schaue natürlich nur ganz, ganz selten mal rüber. Und jawohl, zwei Satzbälle für Alcaraz. So, guten Abend aus dem Himbeerparadies. Na, endlich. Ist schon wieder Himbeerzeit. Ich weiß es nicht genau, aber anscheinend ist Alcaraz Zeit. Ich werde die ganze Zeit einfach darüber schauen. Ist okay, oder? Das passt schon. So, zuerst noch Tennis, den Satz schauen. Ja, genau, das mach ich auch. Also, werde ich jetzt sofort gesperrt? Wahrscheinlich schon, oder? Nicer Popo von Zverev kurz im Bild gewesen. Sofort Twitch-Sperre. So, kann doch mal eng werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass Alcaraz das noch in 5 Sätzen holt. So, noch hat er es nicht. Ich schaue es allerdings über die App, also nicht auf Eurosport. Wahrscheinlich wisst ihr schon mehr als ich. So, Zverev bleibt auf jeden Fall druckvoll. Watch along beim Tennis. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber Alcaraz hat den Satz. Jawohl, sehr, sehr schön. 4 zu 6. Die Stoppbälle, die könnten Zverev echt ein bisschen wehtun. Hat man jetzt schon mehrfach gesehen. Ich glaube, in den letzten Ballwechseln war gefühlt immer der Stopp bei Alcaraz da. Und Zverev ist zwar durchaus schnell mit seinen langen Stelzen. Dankeschön, Lukas. Dankeschön fürs Prime-Abo. Wurde jetzt hier zumindest gerade angezeigt. A few seconds ago. Ich hab, glaube ich, hier bei Intermission keine Alerts drin. Deswegen sieht man das nicht. Wie man aber sieht, sind die Haare weg. Man sieht es ab hier. Aber wir lassen die Kappe natürlich trotzdem weiterhin auf. In manchen Videos habe ich die Kappe auch nicht auf. Aber jetzt habe ich so gestern von der Radeltour, die mich völlig lahmgelegt hat. Und es war nicht mal die Radeltour, die mich lahmgelegt hat, sondern es war tatsächlich ein fetter Sonnenbrand, den ich mir oben auf den Kopf geholt habe. Ich habe zwar geschmiert wie ein Bekloppter, aber das ist trotzdem hier oben ein schöner Sonnenbrand. Haha. Anna kam gerade auch schon so hin, hat gesagt, na, lass dich mal drücken. Ich so, ja, okay, aber bitte nicht oben am Kopf. Oder absolut hot. Richtig, richtig hot. Sieht richtig nice aus. Auch jetzt, wo das hier weg ist, sehe ich aus, als wäre ich richtig cool drauf. Und auch noch mit diesem coolen Shirt, mit dem weiten Ausschnitt. Das ist schon. So, das ist schon richtig nice. Ich würde sagen, die Anmeldephase für die zweite Saison beginnt doch jetzt. Ich dachte, das wäre mein Stichwort. Wir haben das so geprobt, Ninja. Ihr habt das doch schon soweit vorbereitet und müsstet nur noch den Link posten. Siehe Discord. Ah, okay. Okay. Das kriegen wir doch gerade mal gebacken. Wartet mal kurz. Ich gehe mal ganz kurz in die Live-Szene rein, dann seht ihr mich auch nicht mehr ganz so groß. Ist schon längst. Entschuldigung. Ich war noch mit meiner eigenen Hotness beschäftigt. Da muss man sich auch mal Zeit nehmen für. So. Achso, nicht Display Capture, sondern Window Capture. Discord, da haben wir es. Und dann hätten wir das hier irgendwo unter meiner Webcam. Nein, irgendwo unter dem Chat. Also, moin Leutis, hat Maike geschrieben. Ihr kennt es vielleicht schon, denn dieser Channel hat mit einer sehr ähnlichen Nachricht begonnen. Wir starten zeitnah in die zweite Saison und mit eben dieser neuen Saison haben auch alle, die in den letzten Wochen erst festgestellt haben, dass sie gern dieses Teil dieses Projekts sein wollen, die Chance, sich zu einem Team zusammenzuschließen und einen Fahrer zu erstellen. Der liebe Max hat dafür das Formular angepasst, also schaut unbedingt rein und macht mit, wenn ihr nicht sowieso schon dabei seid. Wir freuen uns auf spannende Fahrernamen und ebenso spannende Rennen. Da einfach draufklicken und dann könnt ihr auch Teil sein, Teil eines neuen Teams, das wir dann noch bestimmen. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie viele Leute wir noch zusammenbekommen. Also wenn ihr die erste Anmeldephase verpasst habt, dann könnt ihr hier quasi, wie es in ehemaliger Fußballersprache hieß, einfach nochmal reinspritzen. Ich hasse diese Formulierung. Ich weiß nicht genau, wie das. Ja, genau, Lukas, du kannst jetzt zum Beispiel noch mitmachen. Du kannst dir einen richtig hotten Fahrer, der noch hotter ist als hot, als ich. Ich bin jetzt der neue Inbegriff von Hotness.
Sieht aber tatsächlich ganz cool aus, jetzt wo die Haare hier komplett. Also wie gesagt, ich habe mir komplett eine Glatze gemacht, weil ich das einfach nicht mehr ertragen konnte mit den drei Haaren, die dann so über den Kopf zu kämmen, war nicht mehr ganz so nice. Ihr habt das ja, glaube ich, nur einmal irgendwie im Stream gesehen, wo ich mir das mit Haarspray zurechtgeballert habe, aber da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und jetzt bin ich sehr glücklich damit. Meine Kopfform ist okay, sagen wir es mal so. Sie könnte ein bisschen schmaler sein. Sie geht sehr weit, sie ist sehr ausladend, würde ich mal sagen. Mütze runter. Ja, das war der Glatzenleak. Zum Glück war der Stream, der Chat noch drüber. So, guten Abend, alter Mann. Siehst du, erst Mütze runter und dann guten Abend, alter Mann. Wo ist einfach nur die gute Kinderstube geblieben? Aber kommen wir wieder zurück. Also, da nochmal großes Dankeschön an alle, die es im Hintergrund mal wieder organisiert haben. Wie gesagt, ich bin jetzt ich und Gianni, wir verstehen uns jetzt, oder? Ja. Das Geile ist, wenn ich Tennismanager aufnehme und wenn Sandplatz ist, dann ist ja das komplette Bild rot. Dann werde ich immer so richtig schön rot angestrahlt. Und da habe ich die Kappe dann heute Mittag auch abgenommen für Tennismanager aufnehmen, weil da hat man den Sonnenbrand nicht gesehen. Ich war eh rot. Es sieht einfach aus, als würde ich direkt auf dem Mars aufnehmen. So ungefähr. So. Achso, Lukas hat keine Lust beim Abo-Team mitzumachen. So, nicht zu warm. Was? Nicht zu warm in die Sonne. Alle Tennismanager schauen, aber erst nach dem Stream. Ja, ihr könnt auch jetzt Tennismanager parallel schauen. Das ist völlig in Ordnung. Solange Alcaraz so weitermacht. Und er hat jetzt Bock. Der hat richtig Bock, der Junge. Das wird ein Fünfsatz-Krimi, da bin ich mir ziemlich sicher. 6-0 im fünften für Alcaraz. Aber es ist noch ein langer Weg, aber Zverev taumelt jetzt ein bisschen und ist unzufrieden. Vielleicht kommt noch ein bisschen Wind. Dann war es das. So, wie gesagt, mein Ei ist auf jeden Fall schön gerötet. Ich habe da jetzt schon. Es ist für mich immer noch ein bisschen ungewohnt, wenn ich mir den Kopf eincreme. Habe ich, glaube ich, früher noch nie gemacht in diesem Leben. Alcaraz oder Alcatraz, man weiß es nicht. Momentan nimmt da aber Zverev gefangen. Wahnsinn. So, das gucke ich noch und dann gehen wir gleich rein ins Spiel. Zverev hat keinen Bock mehr. Alcaraz mit dem 1-0 im vierten Satz. Juti, wir machen so heute bis 21 Uhr, würde ich sagen. Dann würde ich nämlich ganz gerne auch Djokovic gegen Nadal schauen und natürlich Nadal die Daumen drücken. Ich habe heute so zwei Tennisspiele. Normalerweise schaue ich mir Tennis immer an und bin relativ neutral und denke mir so, ach ja, ist schon okay. Den einen mag ich mehr, den anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber heute ist wirklich Alcaraz und Nadal Day. Da bin ich 100% parteiisch. Ungefähr so wie die Kommentatoren bei Eurosport, nur halt in die andere Richtung. Das ist schon echt gut. Herr Mischa Zverev, was sagen Sie zur Leistung Ihres Bruders? Was sagen Sie zum Skandal, dass er Frauen geschlagen hat? Sehr, sehr investigativ das Ganze bei Eurosport. Schon richtig gut. Ist ungefähr so, als würde ein Politiker den Vorsitz für seinen eigenen Untersuchungsausschuss haben. So, Rafa oder Novak, ist eine gute Frage. Sagen wir es mal so, mein Herz schlägt für Rafa, aber ich glaube, Nole macht das. Also ich glaube, Djokovic gewinnt das. Ist ein bisschen konstanter und Nadal scheint nicht ganz fit zu sein. Hat ja auch mal eine längere Turnierpause zu Beginn der Sandplatzsaison gemacht. Deswegen glaube ich, dass Djokovic gewinnt, aber ich drücke Nadal sowas von die Daumen. Mein Djokovic war noch nie mein Lieblingsspieler, ich habe ihn noch nie gemocht. Nadal war von den großen dreien immer mein Lieblingsspieler und Federer mochte ich ja auch nie so gerne. Da war ich aber immer sehr alleine. Federer war mir immer ein bisschen zu arrogant mit seiner Art und Weise, wobei er total, denn ich weiß, Federer ist der perfekte Mensch. Man darf ihn nicht kritisieren. Federer ist ganz, ganz toll, aber ich mag ihn irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum. Jetzt alle Leute sagen mal, wie kannst du Federer nicht mögen? Keine Ahnung, ich mag ihn nicht. Nadal ist mir lieber. Nadal ist der nette Dorfjunge und Federer ist halt dieser Polyglotte. Oh, mach Werbung für Rolex und so weiter. So, ich bin für Zverev. Ist auch völlig legitim. Wie gesagt, ist völlig legitim. Ich habe Zverev früher auch immer die Daumen gedrückt. Ich habe Zverev echt geliebt.
So, ich gehe mal wieder hier hin, dann sieht man mich wenigstens größer. Den Chat sieht man ja trotzdem noch. Also, Sverref habe ich früher auch immer die Daumen gedrückt. Ich habe das ja schon mehrfach gesagt, selbst als er damals in Hamburg als 16-Jähriger oder was das war, ins Halbfinale eingezogen ist, habe ich ihm mega die Daumen gedrückt. Aber jetzt mit dem, was so im Hintergrund passiert ist und wie er sich gibt, einfach ist nicht mehr mein Fall. Aber man kann ihm natürlich trotzdem die Daumen drücken. Hä, Federer ist perfekt, der hat jetzt einen süßen Hund, die habe ich auch gesehen. War ja, glaube ich, sogar auf dem Discord-Channel. Na klar, ist das süß. Und ich habe auch nichts an Federer groß zu kritisieren. Es ist manchmal einfach so. Ich weiß es nicht. Er fühlt sich, glaube ich, ein bisschen zu toll in seiner Rolle, aber er ist auch toll. Nur, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich könnte nicht mal erklären, warum ich Federer nicht mag. Also, nicht, dass Roger Federer mal so wie Finn Kliman endet. Nee. Also, wenn Roger Federer mal so enden sollte, dann ist er wahrscheinlich auch besser beraten als Finn Kliman, der ja jetzt so sagt: Och Mensch, das fällt mir ja jetzt erst auf. Oh, wie konnte ich nur? Und dass ich da eine halbe Million Gewinn gemacht habe, das ist mir gar nicht aufgefallen. So, es wäre irgendwie maximal unsympathisch. Immer am Wein, finde ich. Ja, auch bei Schlag den Raab, wo man ihn mal so ein bisschen privat kennengelernt hat. Ist jetzt niemand, für den ich jubeln würde. Aber wenn Tommy Haas wiederkommt, dann bin ich am Start. Da fahre ich sogar zu Turnieren hin. Da bin ich sofort mit dabei. Du magst Federer nicht, das war's leider. Ich bin raus, Federer. Ich habe ja nichts gegen die Schweizer. Stan Wawrinka zum Beispiel fand ich immer geil, wobei da auch so ein paar Hintergrundgeschichten waren, die ich nicht so geil fand. Aber Stan Wawrinka habe ich immer die Daumen gedrückt, alleine wegen seiner einhändigen Rückhand, die so geil war. Federers einhändige Rückhand ist auch ganz toll. Ja, ist ja gut. Ich höre ja schon auf. Servus Kalle, gut, dass du da bist. Vielleicht kann ich da ein bisschen ablenken. So, Vasi darf nur bis 31.12. simulieren, sonst wird der DB-Edit extrem aufwendig. Ich würde euch die DB einfach so übergeben und ihr könnt dann selber vielleicht noch die letzten 3, 4 Tage simulieren oder ein bisschen vorher halt. Muss ja nicht genau der 31.12. sein. Dann kriegen wir das schon hin. So, lieber schnell rein in die PCM. Also, meldet euch an. Ich habe richtig Bock auf euch. Und ihr habt hoffentlich gemerkt, wie cool das Projekt ist und wie cool es ist, eben auch Teil des Ganzen zu sein. Außer eben, ihr heißt Abedin Paulsen, dann ist es nicht cool. Aber ansonsten ist es mega gut und macht auch richtig Spaß. Und ja, demnächst gibt es ganz viele Glatzen-Streams. Also von daher, wenn wir noch ein Team voll bekommen, dann gibt es den nächsten Stream komplett ohne Kappe. Loch im Zahn, Alle, Opi, Alle, Omi, Alle, Opa, scheiß aufs Skoda, Loch im Zahn, Johannes, 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 Tere kann es. So, da habe ich dann den Cut gesetzt und ich habe extra den Benny Talherpes rausgeschnitten. Das hat auch der Arzt zu Benny gesagt vor kurzem. So, wir gehen mal rein ins Spiel. Und wie gesagt, meldet euch an, drückt auf den Link. Den Link können wir wahrscheinlich auch nochmal in den Chat reinballern, dann mehrfach, wenn ihr da jetzt noch nicht auf dem Discord-Channel seid. Ist kein Drama, macht aber nichts. So, steht 1 zu 1. Wie gesagt, wenn meine Aufmerksamkeit ab und zu mal ein klein wenig rüberwandert, dann ist es halt so. Bumsy Cancel, nur weil ich Roger Federer nicht mag, es tut mir echt leid. Also da entschuldige ich mich tatsächlich auch für. Es tut mir wirklich leid, dass ich Roger nicht mag. So, Ninja, hör auf, was zu posten. Sehr schön. Warte mal. So. Es ist doof, wenn du nichts, keinen Link machen kannst. Ah, doch, ist ja durchgegangen. Die Mods haben es durchgewunken. So ist doch schön. So, also den Sound Alert habe ich auch integriert und ich habe ja schon auf dem Discord geschrieben. Die ganze Zeit hat das nur Hu, Ha, Loch, Loch, Loch im Zahn. Und ich glaube, wenn man draußen vorbeigelaufen ist, haben die Leute schon gedacht, oh, man kann sich ja Pornos anschauen, aber mach halt das Fenster zu, Junge. Ich musste hier aber nochmal lüften. Und Servus Sylph, hallo Sylph, ich mag Roger Federer nicht. Na, wie geht's dir? Damit kann man doch mal ein Gespräch starten. Das ist wie bei Family Guy. Who the hell starts, was sagen die? A conversation like that, glaube ich. Genau. Who the hell starts a conversation like that? Hello, I don't like Roger Federer. Sylph left the stream. So, aber vielleicht kann ich Sylph ja auch ein bisschen glücklich machen, indem er beim Crow Race, vielleicht ist er dabei, vielleicht auch nicht,
So, für alle, die das letzte Mal nicht dabei waren, schauen wir nochmal auf die Ergebnisse vom Crow Race. Kennt man ja, benannt nach dem Mann mit der Maske. So, den Auftakt hat sich Lai Tiao geholt. Da haben wir ordentlich gelitten, aber Kevin, die blöde Bitch, ist immerhin auf die 5 gefahren im Sprint. Carsten Seifert auf der 12 und wir waren auf der 14. Die zweite Etappe hat sich dann sogar die blöde Bitch geholt. Das ist ja fantastisch, da erinnere ich mich überhaupt nicht mehr dran. Vor Hugo Page und Quinn Simmons. So, ansonsten war da nicht mehr viel. Die dritte Etappe ging an Anthony Perez. Da war sonst auch nicht mehr viel. Die 250 Kilometer Flachetappe, ja, da wo ich mir das Buch geschnappt habe. Und da ich ja immer so gut aufräume und ein sehr ordentlicher Mensch bin, liegt das Buch übrigens immer noch hier. Ist nur ein bisschen Staub drauf. Aber das liegt einfach daran, dass ich so regelmäßig streame momentan. Das ist einfach wunderbar. Schlecht ist das Start in einen Stream. Ja, also sagen wir es mal so, wenn Roger Federer jetzt gegen Djokovic spielen würde, dann würde ich Djokovic auf jeden Fall, da würde ich Federer auf jeden Fall die Daumen drücken. Habe ich jetzt, okay, warte. Wenn Federer gegen Djokovic spielen würde, würde ich Federer die Daumen drücken. So viel auf jeden Fall. Aber gegen die meisten Spieler drücke ich irgendwie dem anderen die Daumen. Und vor allem bin ich jetzt einfach froh, dass Nadal den Grand Slam-Rekord hat. Den soll er auch bis zum Karriereende der großen drei einfach behalten. Aber Alcaraz darf sich auch gerne einen neuen Rekord holen. Da habe ich auch kein Problem mit. Der wirkt eigentlich ganz nett. So, Anthony Perez holt sich den Sieg. Und dann gab es diese geile Bergankunft mit Nick Ozin aus Südafrika, der sich dort den zweiten Platz in der Ducati geholt hat. Dann Ben O'Connor, Henrik Larsen-Solweg, direkt deabonniert. Wie gesagt, ich kann nicht mal genau beschreiben, was das ist mit Roger Federer. Mein Papa hat auch schon immer gesagt, was hast du denn gegen den Federer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Es tut mir leid, aber ich mag ihn nicht. Wahrscheinlich ist das einfach so mein Außenseiter-Fable, weil ich ja Tennis in meiner Hochphase geschaut habe, als Roger Federer jedes Scheiß-Turnier gewonnen hat. Jedes Turnier. Das war echt ätzend. Deswegen war gut, als Nadal und so weiter dann kamen. Da hat man wenigstens wieder ein bisschen Spannung drin gehabt. Aber es ist ungefähr so wie die Tour de France mit Tadej Pogacar letztes Jahr. Das war genauso spannend. So, Dankeschön Ninja fürs Folgen. Sind da jetzt noch ein paar A's dazugekommen? Ist das jetzt der achte Kanal, der mir folgt? Ich habe da kein Problem mit. Können wir gerne so weitermachen. So, fünfte Etappe gibt es jetzt richtig Porridge. Von Porridge nach Umag. Klingt ein bisschen, als wäre einem das Porridge nicht bekommen. Umag gibt es, glaube ich, auch ein Tennisturnier. Schöne Stadt in Kroatien. Das ist mein Handy-Account. natürlich. Wir gehen mal rein, bevor wir dann natürlich nochmal einen kleinen Überblick machen, wie es denn sonst so ausschaut. Der vierte Satz, Zverev Alcaraz geht hin und her. So, also Zeitfahren 40 Kilometer, würde ich sagen, nehmen wir mit. Das wird bestimmt interessant, jetzt nicht mit Henry, den kann man quasi auf automatisch durchwinken. Aber jetzt kann ich immer die Niki Lauda machen. Wenn irgendeiner was Gutes macht, dann sage ich einfach Respekt. So, dir ist bewusst, dass du denselben Account auf unterschiedlichen Geräten nutzen kannst? Nein, das würde ich spätestens seit 14 verschiedenen Discord-Accounts würde ich das verneinen. Oh, scheiße, ist ja sogar Teamzeitfahren. Oh Gott, da habe ich jetzt gerade gar nicht drauf. Das habe ich schon wieder vergessen. Teamzeitfahren. Eieieiei. Mal schauen, wann kommen wir denn? Das dauert noch. So, mit den anderen Teams dürfen wir natürlich wieder nicht mitfahren. Das ist so kacke. Butz. So, wann starten denn mal die anderen? Franklin hat dort mal ein Auslandssemester gemacht. Und Umag hat Alcaraz sein erstes Turnier gewonnen. Na, wenn das kein gutes Omen ist, dann weiß ich es nicht. So, da Christian Gebhardt, die Bledebitch, die Gummibärenbande mit Kevin Dorfschäfer. Momentan 24. mit 3,59 Rückstand. Da sind wir mal gespannt, was die Gummibärenbande da so hinlegt bei der ersten Zwischenzeit. Für uns dauert es noch ein bisschen. Das Team Cofidis mit Simon Geschke, weiß gar nicht, wo der jetzt heute gelandet ist. Kein gutes Omen. So, Intermarché, mein Lieblingsteam diese Saison, sind hier auch mit am Start. Und das Team Nero natürlich nicht zu vergessen mit Hodor van Roglat. Das ist einfach ein überragender Name. Marienberg, Uligen, Remy, Ninja, Connexion und da vorne ums Eck ist auch noch einer.
Oh, da ist aber einer verspätet losgefahren gerade, oder? Das war aber nicht so gut. So, Achim Kassler, Helga Rakete, Rui Costa, nee, Ricardo Costa natürlich. Hau der Ei. So, da haben wir natürlich auch Kulilenute Tuneliluk, abgekürzt Franklin, nee, Känguru, Carsten Seifert und der gute Radelson. So, Team DSM. Egal. Team Lotto noch mit dabei und oh, von Henry Ulig angeführt, geht's jetzt los. Zeitfahren heute eine glatte 65. Hu, ha, Loch, Loch, Loch im Zahn. Alle, opi, alle, omi, alle, opa, scheiß aufs Skoda. Loch, Loch, Loch im Zahn. Johannes, 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 Tere kann es. Ja, sauber. Sollen wir den Sound Alert noch länger machen? Ich dachte immer so 15 bis 20 Sekunden ist das Maximum. So, da schauen wir mal, was unser Team hier so drauf hat. Wir haben uns gleich mal richtig verausgabt. Wir haben den Schöckli Goat noch mit dabei, heute mit einer Bombentagesform. Dann haben wir Hornig, Sportunovski, alter Schwede, die haben alle richtig gute Tagesformen. Aber auch Henry ist Jutrup. Der hängt jetzt hier am Ende der Gruppe. Alter, da zerstört einfach der Schöckli Goat das komplette Teamzeitfahren. Hallo, Sportunovski. Ach, der hat Zeitfahren 55, Lars Rino 54. Aber Nick Ohsin sollten wir schon mitnehmen, Leute. Kann ich die alle steuern? Ach, ich kann alle steuern. Ja, das ist ja easy. Warum sagt mir das denn keiner? Ich dachte, ich könnte nur meinen eigenen Fahrer steuern. Sollen wir nur den eigenen Fahrer steuern? Ah, okay, geht auch nur. Sorry, geht auch nur der eigene Fahrer. Ich nehme alles zurück. Ich dachte gerade, ich könnte da doch alle steuern. Hier kann ich zwar verstellen, wie ich lustig bin, aber es passiert halt einfach nichts. Ich mache mal ein bisschen weniger Führungsarbeit. Muss ja nicht sein. So, Nick Ohsin hängt tatsächlich noch hinten dran, unser Mann fürs Gesamtklassement. Aber der Schöggli Goat hat gleich mal richtig reingeknödelt. Jetzt sind nur noch, sind es echt nur noch 5 Fahrer? Ja, Tatsache. Henry ist schon am Limit. Oh Gott, ey, das ist ja ein furchtbares Teamzeitfahren. Was wird denn hier gemacht? Henry wird gleich rausplatzen. Und wir haben den Rest schon abgehängt. Weißt du? Geil. Richtig geil. Das wird eine furchtbare Zeit werden. Siebter mit 22 Sekunden. Die erste Zwischenzeit eigentlich ganz ordentlich. Team Lochenzahn auf der 2, dann Tropikale auf der 7. Gummibärchen auf der 14, Team Nero auf der 17, aber es wird bei uns sicherlich nicht besser werden, weil Henry wird das nicht schaffen. Bis ins Ziel. Ich mach mal nur eine Sekunde. Die müssen jetzt echt ein bisschen rausnehmen. So wird es nix. Genau, der Schöggli Goat reißt eh gleich alle mit weg. Bin ich mir auch ziemlich sicher. So, das Publikum rastet auch völlig aus an der Seite. Ich schau gerade mal ganz kurz. Soll ich das irgendwie mal lauter machen? Ich höre nämlich gar nichts. Ist das Publikum überhaupt lebendig? Hört man jetzt mehr? Ihr müsst sagen, wenn es zu laut ist oder zu leise, wie ihr wollt. So, zwei beide im vierten. Alcaraz schlägt auf, alles in der Reihe. Nicht so wie hier. Das wird eine furchtbare Zeit. Wir verlieren wahrscheinlich 2, 3 Minuten, wenn es so weitergeht. Weil der gute Henry, der wird das über diese Kuppe hier vorne niemals schaffen. Das könnte ein bisschen laut gewesen sein. Entschuldigung. Es gibt Geräusche im PCM, ja, Tatsache. Aber ich glaube, ich habe die immer zu leise gestellt. Meine Nachbarn sind jetzt alle wach. Ja, das ist doch schön. Dann mache ich die Alerts mal wieder ein bisschen leiser. Vielleicht so auf 60%. So ist okay, oder? Nur ein Henry lässt reißen. Aber schön, dass die vorne weiter attackieren. Das macht jetzt richtig Sinn, den fünften da stehen zu lassen. So, ja, so viel zum Thema Sound. Also das wird ein richtig gutes Teamzeitfahren. Da ist das Spiel auch sehr realistisch unterwegs. Hauptsache, Rob Sportonowski geht's gut, ne? Mit der Plus-2-Tagesform.
Heute chillt er erstmal im Gruppetto beim Teamzeitfahren. Nice. Und die vier da vorne, die denken sich, boah, wir ziehen einfach gnadenlos durch, auch wenn Henry jetzt gleich die Zeit setzt. Richtig nice. So, wir schauen natürlich mal bei der zweiten Zwischenzeit. Team Loch im Zahn. Nur eine Sekunde hinter Tracksieger Fredo. Team Tropicale mit 1,11 Rückstand auf der 12. Dann haben wir Team Nero auf der 15 und Team Gummibärchen auf der 17. Das wird jetzt aber gleich sich alles ein bisschen ändern, weil Henry hier einfach der Game Changer ist. Boah, 5 Kilometer noch. Leck mich am Zückerli. Unfucking fassbar. Im Ziel. Team Loch im Zahn. 11 Sekunden hinter Tracksieger Fredo. Vorne kommen jetzt die Jungs von Tropicale rein und wundern sich, weil sie einfach das Ganze nicht verstanden haben. Also, Henry setzt die Zeit und es sind knappe 2,47 nur Rückstand. Ja, ist ja easy. So, Servus Luke. Schön, dass du mit reingeschaut hast oder mit reinschaust. Movistar auf der 8. 2,47 ist ja gar kein Problem. Doch ein bisschen Einzelzeit fahren. Da kommen sie sogar zu 5 rein. Ist ja Schummeln. Da hinten kommen jetzt auch Sportonowski, Lars Rino. Also die drei, die haben sich jetzt einfach hier bei Education First mit angeschlossen. Nice. Kann man mal machen. Die kommen auch in Teamstärke rein. Wer kommt da jetzt noch? Ah, Team Skoda. Nehmen noch keinen Jean mit, aber Team Skoda auch nur zu viert. Was ist denn da los? Wo ist denn der fünfte Skoda? Ist Team Skoda jetzt hier schon gewertet? Ah doch, ist auf der 9 gewertet. Dann ist irgendeiner ausgerissen. Was kommt denn? Da kommt Happy Hippo. Das ist das traurigste Teamzeitfahren, was ich jemals gesehen habe. Wer kam da noch? Ach, Chrissy Nitschi, da kriegt die Tür nicht zu. Jo, mal schauen, ob die Overtime-Limit sind. Gibt es überhaupt Overtime-Time-Limit hier im Zeitfahren? So, in der Gesamtwertung, Helga Rakete geht auf die 3. Nick Ozin verliert knappe 2 Minuten auf die Spitze. Aber Helga Rakete ganz, ganz stark, 47 Sekunden jetzt hinter Ducati. Dann Ben O'Connor. Henrik Larsen-Solweg auf der 6, der Flüksche auf der 7 und Nick dann eben auf der 9. Wertwertung immerhin noch der Co-Leader. Die Bledebitsch auf der 2 in der Punktewertung. Nachwuchsfahrerwertung, Helga Rakete trägt das Ganze. Und Team Skoda ist in der Teamwertung vorne. Was da los? Weiß man da schon mehr? Sorry, ich habe mir unterwegs was an der Tanke geholt. Ja, aber direkt zum Start. Warum denn direkt zum Start? So 2 Kilometer vom Ziel wäre ja eigentlich ganz nice, aber doch nicht direkt zum Start an die Tanke gehen. So ein bisschen, als würde man aus der Boxengasse starten. Genau, nur Lochenzahn hat das Briefing fürs TTT bekommen. So schaut es nämlich aus. So, schauen wir mal. Gibt es da jetzt Overtime-Limit? Nö, 9 Minuten Rückstand. Alter Vater. Einfach mal 8,5 Minuten verloren. Und Lars Rino 8,30. Wahnsinn. Da ist richtig gebröselt. Team Tropicale gar nicht mal so schlecht im Endeffekt. Mit 2,47. Aber ich finde es halt schon ein bisschen unrealistisch, dass beim Teamzeitfahren hier am Anfang gleich so viele Helfer wegbröseln. Genau, also hier. Was? Juan Fernando Kalle. Der kommt aus dem Pott. Juan Fernando Kalle. Seine Freunde nennen ihn Kalle. Leon Sarg, ja, ich finde, der wurde heute mal richtig eingesagt. Da kann man nicht meckern. Carsten Seifert hatte wieder auch keinen Bock, aber der hat wahrscheinlich auch Zeit verwehrt von unter 9.000. Wie bei Olympia, dabei sein ist alles. So schaut es nämlich mal aus. Chrissy Nitschi haben wir hier noch. Da wurde ordentlich gerangelt. Costa Vinicius. Gut, also in der Gesamtwertung. Dann Helga Rakete haben wir schon gesagt. Auf der 3. Nick Ozin macht einen großen Schritt rückwärts. Rui Costa auf der 14. Ah, okay. Das wollte ich gerade sagen. Hä? Heißt doch Ricardo Costa. Ja. Habe ich mich wieder selber ausgetrickst. Natürlich der Erzfeind von Jojo. Und der Schöggli Goat. Nur 15 Minuten Rückstand. Wir schauen mal auf die letzte Etappe im Crow Race und dann können wir nochmal einen kleinen Überblick machen. Genau, Hauptsache Leon Sarg ist hinter Rino ein Sargnagel. So, let's go. Zverev schlägt auf. 2 zu 3.
Eigentlich hatte ich vor, dass der Stream vielleicht sogar vorher schon rum, dass das Spiel vielleicht vor dem Stream schon rum ist. Jetzt habe ich Befürchtung, so wie die zwei da gerade spielen, dass ihr der Stream schon vorbei ist, wenn die immer noch zocken. So, 153,5 Kilometer und ein bisschen Kopfsteinpflaster hinten raus. So, Kopfsteinpflaster, Jungs und Mädels. Da haben wir doch alle Bock drauf. Ein bisschen die Kobbels verprügeln. Erzfeind. Alle Costas sind Freunde, Oliveras sind böse. Ah ja, stimmt. Entschuldigung, Nelson Oliveira war der Erzfeind, gell? Wegen dem Zeitfahren. Da sieht man mal wieder. Auch ohne Haare bin ich noch alt und senil. So, irgendwie bin ich gerade unscharf geworden. So kann das nicht sein. Jetzt habe ich mir extra die Haare weggemacht. Und dann sowas. Loch, Loch, Loch im Zahn. Minus 4 Tagesform, das Zeitfahren von gestern, das hängt ihm noch nach. 25 Kilometer an der Spitze fahren, das kriegen wir doch gerade so hin. Hängen wir mal uns an den Hooligan dran. Was ist dieses Bibi und Julian? Ist das so ein nerviger Yoga-Channel auf Insta? Ich dachte, das wäre ein Schminktutorial. Das könnte ich jetzt auch machen. Glatzen schminken. Finde ich voll gut. Es wird unterschätzt. Einfach mal drei Löcher drauf malen und als Bowlingkugel zu Fasching gehen. Finde ich, hat jetzt einen definitiven Mehrwert. Nur halt nicht mit Sonnenbrand. Ich glaube, wenn man da jetzt momentan drauf malen würde, das wäre echt übel. So, jetzt machen wir ein bisschen Kopfsteinpflaster. Mas Bonnet hat vorne angegriffen. So, drei beide bei Zverev. Paterski greift an. So, jetzt ist die Luft raus hier, oder? Dann könnten wir ein klein wenig arbeiten. Ja, das läuft. Da ist der Chef wieder hochzufrieden, wenn wir hier mit 60er Wert hinterher ballern. Da freut er sich. Der Schöglegoat einfach mit einer plus 5, trotz des Zeitwahnsinns. Ja. Der bereitet sich schon auf den nächsten Sturz vor. Was ist da los? Warum führen wir nicht mehr? Wer hat das veranlasst? So geht das nicht, Leute. So, jetzt lasst aber auch mal gut sein. Mit der minus 4. Wo ist denn das Schöckeli Goat? Wir müssen auch noch ein bisschen was lupen. Carsten Seifert kennen wir jetzt schon. 73 Hügel, 72 Beschleunigung. Helga Rakete, 76 am Berg. Also wirklich eine richtige Rakete schon geworden. Ich glaube, da ist der Name Programm. Was haben wir sonst hier noch? Also nicht so wirklich viele Abonnenten vorne platziert. Positioniert, trifft es eher. Brasilianische Meistertrikot sieht schon auch geil aus. Könnte ich mir gut auf so einem Emirates-Trikot vorstellen. Weißt du, einfach nur so der blaue Greis. Der blaue Greis? Der blaue Kreis, natürlich. Der blaue Greis, das bin ich am Wochenende. So, da haben wir den Costa. Den kennen wir noch nicht, ist wieder logisch. Geheimniskrämer. Wollen wir Franklin überhaupt kennenlernen? Ich weiß nicht. Es könnte unangenehm werden. Machen wir trotzdem. Krisinici mit 74, 72. Happy Hippo mit Kopfsteinpflaster 73. Könnte interesting werden. Da haben wir hier noch Max Power, auch Kopfsteinpflaster 73. So, Positionen werden jetzt mal verändert im Feld. Müller versucht noch nach vorne zu kommen. Achim Kassler mit der 75 am Berg. Mike Hawk kennen wir auch schon. Oder von Rotklatt 78. Ja, leck mich halt am Zuckerli. Dann scoute ich halt ein bisschen Marco Brenner mit. Und ich glaube, es steht 4 zu 3 für Alcaraz. So, Christian Gebhardt kennen wir, glaube ich, auch schon. Patrick Swagan, wir kennen, glaube ich, schon ziemlich alle. So, der Shaggy Goat, den haut es gleich wieder auf die Fresse. Da bin ich mir ziemlich sicher. Führen wir noch? Ja, stabil. Saubere Leistung. 19 Kilometer haben wir schon geschafft. Wer ist die arme Sau da vorne? Nicht Brataschczuk, sondern Kuno-no-no-no-no-Nenku. So, Servus Hübi. Schön, dass du da bist. Eben gerade das Teamzeitfahren verpasst. Natürlich knapp zu spät. Wir haben mit 5 Minuten Vorsprung gewonnen. War ganz souverän, wie ich das gemacht habe. Völlig fehlerfrei. So, Edward Töns. Toins. So, Sportonowski hat gerade nochmal ein Wasser vorgebracht. Toins noch vorne in der Punktewertung. Und jetzt haben wir unsere Arbeit auch getan. Wir versuchen da mal gleich übers Kopfsteinpflaster so gut wie möglich drüber zu kommen. Mit der minus 4 könnte es heute kompliziert werden. Ich
glaube, der Sprint ist dann sogar auf Kopfsteinpflaster. Richtig nice. Oder als Ernie. Ja, das geht natürlich auch. Pünktlich wie immer, also nur 30 Minuten zu spät. Finde ich gut. Wir haben vorher eh nur über Tennis gesprochen. Von daher alles gut. Man hat hier nichts verpasst. Tennis Manager geht morgen weiter. Ich hätte auch noch eine Folge, die ich nach dem Stream noch hochladen kann. Wenn irgendeiner später zufällig in einer Dreiviertelstunde oder in der Stunde zufällig nach dem Tennismanager fragt, ohne dass man sich abgesprochen hat, dann könnte ich heute auch nach dem Stream noch eine Folge hochladen. Vorhin auch noch ein bisschen weitergespielt. Das macht schon echt Laune. Also Wasser muss ich keins holen. Ich habe mit Team Legion natürlich auch die Tour de Suisse schon aufgenommen. Deswegen bin ich wieder so ein bisschen aus dem Pro-Cyclist-Modus raus. Aber mal schauen. Tempo wird gemacht von Intermarché. Vorne, wen haben wir denn eigentlich in der Gruppe? Das haben wir jetzt noch gar nicht gezeigt. Leider kein Abonnent. Masponet, Brunel. Ach ja, Geschke wieder mit drin. Quasina ist quasi mit dabei. Die Gruppe wird da jetzt nochmal gesplittet. Und wir versuchen uns einfach vorne im Feld zu halten und so gut wie möglich über die Hügel drüber zu kommen. Hübi war bestimmt gerade sportlicher Leiter bei Loch im Zahn. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So gut wie die abgeschnitten haben. Ha, Loch, Loch, Loch im Zahn. Alle, opi, alle, omi, alle, opa, scheiß aufs Doda. Loch, Loch, Loch im Zahn. Johannes, 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 Terek, Hannes. Genau, im TTT sind im Pro Cyclist leider Müll. Das hat man gerade auch definitiv gesehen. Völliger Quatsch. So, ah, das ist dieses schmale Finale, was es hier dann immer gibt. Wir halten Henry mal vorne dran. Boah, jetzt steht er aber richtig auf dem Kopfsteinpflaster. Heute mit der 58 wird das wahrscheinlich nichts werden. Selbst wenn die 95 da reinballer, kommt er da nicht mit rüber. Alter Schwede. Ja, aber der Shaggy Goat ist auch schon durch. So, jetzt ist bei uns der Tank auch leer. Kathy wird uns nicht davonziehen. Wir verfolgen ihn, Henry. Na klar, mach du. Ich schaue mir das von hier hinten an und mach den Sportonowski. Einfach wieder zu viel gesoffen im Teamzeitfahren. Rob, also so wie wir es halt kennen, aber direkt den Kater mit reingebracht ins Team. So, und mit Gesichtsmaske als Finn Kliman und du sagst, was du für ein guter Mensch bist. Ja, guck mal, hier ist auch Kopfsteinpflaster. Boah, jetzt geht's hier nochmal rein. Ich glaube, wir können hier hinten auch einfach mal gut sein lassen und schauen uns das mal vorne an. Da sind jetzt noch 35 Fahrer. Angeführt von Trek Segafredo, von Tony Galopin. Wir sehen dahinter richtig viele Intermarché-Fahrer, die, was ist das, 5-Kilometer-Marke? Das ist aber, doch, ist schon die letzte Runde. Wer ist da sonst noch mit dabei? Sieht man aus dem Helikopter irgendwas? Ne, wahrscheinlich nicht. Da sehen wir wieder nur den Shuggly Goat, der bei Henry geblieben ist. Da ist nochmal ein bisschen Kopfsteinpflaster, obwohl da kein Kopfsteinpflaster ist. Wir haben hier Bledebitsch noch mit dabei. Könnte interessant werden jetzt für den Sprint. Nicht so viele Abo-Fahrer auf den ersten Blick zu sehen. Noch 2,4 Kilometer. So, Intermarché zieht an. Jetzt geht's nochmal aufs Kopfsteinpflaster. Bledebitsch sehen wir da hinten. Schauen wir mal, kommt da noch einer rum? Da ist Toins. Wer zieht das durch? Ich glaube, Pasqualon zieht das durch von vorne. Schauen wir mal drauf. Pasqualon holt sich den Sieg. Wahrscheinlich vor Toins, vor Gasoli. Dann kommt Bledebitsch hier auf der 4 wahrscheinlich rein. Das sind leider gerade keine Wertungen, die hier drin stehen. Heukeleire ist da auch noch mit dabei. Nikias Arndt. Vorne mit drin, Leitiao. Und da haben wir auch Lars Rino und Nick Osin, die da gut mit rüberkommen. Aber dank des Teamzeitfahrens ist das erstmal durch die Geschichte mit der Gesamtwertung. So, also leider nicht der nächste Sieg, aber wie Kevin schon geschrieben hat, es könnte was sein. War definitiv so. Ein Tagessieg bei der Rundfahrt, das kann man auf jeden Fall mal so mitnehmen. Pasqualon auf dem Kopfsteinpflaster fährt da einfach mal freihändig noch ins Ziel. Wenn man es drauf hat, dann hat man es einfach drauf.
So wie hier auch gerade diese Richtungsänderung. Die war auch super. Also Pasqualon holt sich den Tagessieg. Der Rundfahrtsieg geht an Hugh Carthy vor Ben O'Connor und Helga Rakete. Also da wird Englisch gesprochen. Ich weiß nicht, ob Helga Rakete vielleicht auch Französisch spricht und sie als Kind mal ein kanadischer Popstar war. Wie gesagt, wir schauen momentan How I Met Your Mother und ich habe den ganzen Tag eigentlich den Ohrwurm Let's Go to the Mall. So, Zverev, uiuiuiuiui. 4 beide, 0,30 bei Aufschlag Alcaraz. Und was für ein klasse Passierball gerade von Zverev. Da muss man trotzdem mal loben. Und Dankeschön natürlich an Hübi. Ich kriege irgendwie diese Alerts, kommen da nicht mehr mit rein. Finde ich irgendwie ganz strange. Die Alertbox ist irgendwie aus. Weiß nicht, warum die nicht funktioniert. Dankeschön an Hübi natürlich fürs wiederholte Abonnieren. Dankeschön, Dankeschön. Wollte natürlich da nicht drüber gehen. Ich habe es nur gerade zuerst gesehen. I thank you very much. So, Richie Rage in the Hood. Servus an Gorilla, mein Frisuren-Kompadre jetzt. Ich lasse mir auch so ein Bart wachsen. Nur bei mir ist der, ich glaube, bei dir ist der noch nicht ganz so grau. Meiner ist ja hier unten so natürlich gefärbt. Mit meinen 24 Jahren ist das halt so. So, wir schauen uns die Ergebnisse jetzt gleich nochmal in Ruhe an. Pasqualon ist der Stärkste. Nochmal der Blick auf die abschließende Gesamtwertung. Wir haben schon gesagt, Helga Rakete auf der 3, Nick Ozin auf der 7. Dann haben wir Henrik Larsson-Solwik auf der 12, Danny Flüksche auf der 13. Sprintwertung Kevin Bledebitsch auf der 2, in der Bergwertung Nick Ozin auf der 2. Unter 25 Wertung geht dann Helga Rakete und das beste Team war Education First und von den Abonnenten tatsächlich Team Tropicale, trotz dieses miserablen Zeitfahrens. Nur ein paar sind vereinzelt grau. Ja, bei mir auch. Das. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Ihr kennt da noch ein paar graue Haare. So, hat den Kopf gar nicht gesehen, oder? Ich habe ihm natürlich privat mein Glatzenfoto geschickt. So, oh, wir kriegen Punkte. 53 von 25 Kilometern, außergewöhnlich. Und Nick Ozin noch siebter in der Gesamtwertung. Also der Teamchef mag uns. Erster Breakball abgewehrt von Alcaraz. Dank eines beschissenen Returns von Zverev. Ich hoffe, jedes graue Haar hat auch seinen persönlichen Namen. Natürlich, natürlich. Ich gehe jeden Abend ins Bett und mache das wie bei den Waltons. Waren das die Waltons? Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Marie. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Dingsbums. So mache ich das so habe ich das früher mit den Haaren auf dem Kopf gemacht. Aber da ich jetzt ja meine Frisur einmal rumgedreht habe, mache ich das jetzt mit den Barthaaren genauso. Mütze, Glatze, nein. Den Ding habe ich eben gerade extra weggelassen. Mütze, Glatze, Mütze. Zverev. Och nö. Uiuiui. Ja, aber ganz ehrlich, er spielt heute wirklich gut. Man kann nicht sagen, dass er der unverdiente Sieger wäre. Da kann man wirklich nicht meckern. So, dafür gehen wir jetzt dann gleich zum Sparkassen Münsterland Giro. Am 3.10., das ist nur noch ein Tag, ist es soweit. Und dann haben wir die Saison auch schon ziemlich fast rumgebracht. So, weiß jemand von den anderen hier an, ob das Tour de France Spiel für die PlayStation auch offline geht oder muss man dafür eine Internetverbindung haben? Geht auch offline. Soweit ich weiß, geht das auch offline. Muss gerade mal überlegen. Also, ich denke, es müsste auch offline gehen. So, also Zverev ist im vierten Satz jetzt mit Break 5 zu 4 vorne und schlägt gleich zum Matchgewinn auf. Also Tom, ich glaube, es müsste auch offline gehen für die PlayStation. Ich hatte das ja auch mal für die PlayStation, das allererste Ding, als es noch nicht für PC gab. Da waren wir mit am Start. Und dann schauen wir mal. Sparkassen Münsterland Giro. Wer sind denn die Favoriten? Wout van Aert, Jasper Philipsen, Tim Melliers mit dabei, Sam Bennett, Caleb Ewan und Benny Thalherbes, natürlich. Na klar, man kennt es ja, wenn man über die Sprintgötter redet. Wout van Aert, Philipsen, Melier, Benny Thalherbes. Das sind immer dieselben Namen, die da genannt werden. So, jetzt bin ich natürlich gar nicht abgelenkt von diesem Tennis-Match und schaue nur in den Stream. Wir gehen mal ins 3D-Rennen rein und schauen uns an, was da so passiert.
Genau, jetzt 0:15. Alcaraz ist dran und hat Bock. Komm schon, Junge. Zieh nochmal durch. So, darauf trinke ich erstmal ein bisschen was. Dann schauen wir natürlich gleich auch mal drauf, wer sonst noch so mit am Start ist. So, Judge Dredd ist auf jeden Fall mit am Start. Den haben wir hier vorne. So, die Sounds sind jetzt sehr, sehr laut, oder? Muss los. Ja, nice. Geldwäsche. Geld trocknen. So, ich habe einen Euro mit in die Wäsche reingemacht. Falls ihr euch fragt, warum ich so reich bin, Geldwäsche. Ganz einfache Geschichte. Wasserträger sind wir. Es steht 0:30. Könnte nochmal ein schönes Rebreak geben. Wir schauen mal drauf, wer mit dabei ist. Also Benitale Herpes, da kennen wir noch gar nicht alles. Ich finde den Herpes, den sollte man mal ein bisschen scannen. Dann haben wir Dieter Bohlen, der natürlich immer noch kein Holländer ist. Finanzamt steht gleich vor der Tür. Servus Finny, was macht mein Fahrer so? Schauen wir gleich mal drauf. Dann Marienberg noch mit dabei. Dann Silvermeier, Roger Federer mag ich nicht. Otter, Finny natürlich mit dabei. Da müssen wir auch nochmal die Lupe reinknallen. Warte, da müssen wir erst das Rennen starten, damit wir die Lupe nochmal nutzen dürfen. Dürfen eh nichts machen. Lass Rino heute mit der minus 5. Also der hat richtig, richtig Bock. Genauso wie Alcaraz gerade mega Bock hat. So, Finny mit dabei und natürlich auch the one and only Hooligan. Och, Alcaraz, ist doch nicht dein fucking Ernst. Johannes Thermitter am Start, Damore, Erik Ermantraut, Florian Harrer, Radelsson, der Schweinebärmann in seinem hässlichen amerikanischen Meistertrikot. Also da würde ich echt drauf verzichten wollen. Carsten Seifert, dann Ronald McDonald, Roman Keune, Akuno Kreuzer, Meteni, Nitschi, Pajur und Pixel. Natürlich ist Thomasen mit dabei für die Gummibärenbande. Die Bledebitch, dann haben wir Hui Costa, Horst Lampe, Power, Reuter und Virtanen mit am Start. So, das müsste es doch gewesen sein. Tropikale sehen wir oben links. Dann haben wir noch Team Bike Aid mit Henok Mulubran, der ja eigentlich das Team schon verlassen hat. Holler, Palke, da müssen wir nicht drauf schauen. Aber das Rebreak, jawohl, 5 beide. Nicer, dicer. So, braucht nach dem Rennen mal einen Überblick, ob meiner schon irgendwas gerissen hat. Ich glaube, noch nicht so richtig. So, TomTom ist vorne in der Ausreißergruppe. Wieso soll ich denn dann jetzt Führungsarbeit machen? Macht auch nicht so richtig Sinn, oder? Wenn ein Teamkollege in der Spitzengruppe ist, da jetzt hinterher zu fahren. Weiß ich nicht, ob ich mich da gut fühle. So, Henry, komm, fahr mal nach vorne. So, was sagt ihr? Soll ich Nachführarbeit machen, obwohl einer vorne in der Gruppe ist? Macht halt einfach gar keinen Sinn. Wen haben wir sonst dabei? Ich glaube, Adne van Engelen war noch mit dabei. TomTom am Start und ich glaube, einer von Team Nero. Nein, nee, es ist nicht Team Nero, es ist nur ein ähnliches Trikot. Schon ein bisschen schade jetzt für Zverev. Aber nicht, dass ich jetzt traurig wäre, wenn er das noch in den fünften verlängert. So, wir machen mal ein bisschen schneller. Sparkassen Münsterland Giro steht auf dem Programm. Top Sprinter mit dabei. Nennen das einfach Störarbeit und fahre nach vorne. Das war jetzt nicht so gut von Zverev, oder? Nee, nicht ganz so gut. Aber er hat schon wieder 0:15. Jetzt schon 3 Stunden das Match. Ja, gut. Ende des vierten Satzes ist das, glaube ich, relativ normal. Sehr gut. Gut. Ich glaube, in Real Life in Rennen würde ich niemals in die Gruppe gehen. Zu viel Zeit im Wind. Ich würde einfach immer auf einen Sprint hoffen und mit meiner 54:11 Übersetzung durchballern. So, vielleicht ist ja jetzt der Aufschlag das Handicap im Spiel. Ja, mal schauen. Auf Sand macht der Aufschlag natürlich nicht ganz so viel Ausschlag. Nicht so ausschlaggebend, der Aufschlag. Und den haut er noch rein. Alter Vater. Aber jetzt wirklich ein gutes Spiel. So, der Spanier jubelt bei jedem Punkt, als wenn er die French Open gewonnen hat. Nervt auch. Ja, der pusht sich halt. Aber da muss ich immer ein bisschen... Ich weiß gar nicht, welcher Spieler das mal gesagt hat. Es kostet unfassbar viel Energie, sich immer so zu pushen und zu jubeln.
Deswegen ist es besser, einfach ruhig zu bleiben und nicht nach jedem Punkt zu feiern, weil ansonsten kostet das über 5 Sätze echt richtig viel Kraft. So, jetzt 2 Spielbälle für den Spanier. Und wir gehen hier einfach mal in den Sprint. Wir machen keine Nachführarbeit, selbst wenn der Teamchef uns hasst. Carlos Putin Sever. Ja. Alter, Putin Sever ist wirklich so eine Hassspielerin. Ich weiß nicht, mit wem spielt die sich denn eigentlich ein? Bei Turnieren ist ja häufig so, dass Spieler auch mal miteinander trainieren. Hat jemals schon mal eine andere Spielerin mit Putin Sever trainiert? Ich glaube nicht. So, 6-5 Alcaraz. Das wird nochmal was mit Alcaraz. Wir sprinten hier für uns selber. Wir sind ja eh nicht Teil des Sprintzugs und die Ausreißergruppe vorne wird definitiv nicht durchkommen. Deswegen sind so Flachetappen 200 Kilometer lang immer so semi-spannend. Das war ja der Moment, wo ich dann auch bei Team Bikeaid gemerkt habe, okay, die Folgen müssen einfach anders geschnitten werden. Das ist beim Tennismanager ja, glaube ich, auch ganz gut, dass man sich nicht jedes Match komplett anschauen muss, wenn man da 6-0, 6-2 durchzieht. So, finde generell oft die Ziele im Spiel nicht so gut, da die Konkurrenz nicht berücksichtigt wird. Ja. Das stimmt. Aber wieder Pro Cyclist ist sowieso was, was ich eigentlich schon länger nicht mehr gespielt habe. Ich habe ja auch, glaube ich, in einem Video mal gesagt, dass ich es nicht mehr spielen werde. Aber jetzt fürs Abo-Team ist es irgendwie ganz cool. Und gerade auch mit Henry, der ja bei der IBSER Tour auch sehr erfolgreich am Start war, auch wenn er dann krankheitsbedingt nicht ganz voll durchziehen konnte. So, wir schauen uns mal den Sprint an. Ist so leicht wellig, aber ein fairer Sprint. Also auf den letzten Kilometern jetzt, glaube ich, keine ganz schlimme Kurve. Wenn man mal ganz kurz auf die Karte schaut, dann geht es nach Münster rein. Ja, also eine schöne Gerade. Das wird ein fairer Sprint werden. Hast, glaube ich, auch mal gesagt, dass du jetzt regelmäßig streamen wirst. Ja. Ich habe halt was Schöneres entdeckt. So, Christian Reuter greift an. Das habe ich entdeckt. Das ist viel schöner. Ne, ich habe ja gesagt, ich versuche für mich rauszufinden, was mir richtig Spaß macht und jeden Tag zu streamen, wenn draußen die Sonne scheint und ich draußen auch Dinge tun kann, war nicht so das, was mir tatsächlich langfristig viel Spaß gemacht hat. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen defensiver geworden und streame nicht mehr ganz so häufig. Aber macht ja nichts. Hauptsache, wir finden ab und zu noch zusammen. So sieht es ja momentan auch aus. Wir hängen uns mal an Roger Kluge dran. Der Mann hat die rote Laterne vorne am Lenkrad. Ich glaube, er war eher letzter beim Giro. Vielleicht habe ich es auch gerade verwechselt. So, da sparen wir noch mal ein bisschen Energie. Quasi Jamba-Spar-Abo, was wir hier gerade machen. So, da geht jetzt schon Samu Marienberg mit einer Attacke durch. So, wir müssen hier wahrscheinlich jetzt selber mal ein bisschen fahren. Oh, da können wir ans Hinterrad. Geht das von Rodimeus? Nee, geht leider nicht, weil Sam Bennett das natürlich schon hat. So, Energiegel, Stromlinienform, durchschlängeln, machen wir alles. Ist alles genehm. So, der Balken dürfte noch ein kleines bisschen weggehen. Also höher gehen. Jetzt ziehen die anderen schon durch. Das ist für uns ein bisschen früh. Wout van Aert, das Hinterrad. Boah, die ziehen da jetzt schon an. Das könnte uns den Zahn ziehen. Boah, wir versuchen einfach mal im Hinterrad von Wout van Aert irgendwie zu bleiben. Das wird natürlich nichts. Dann sprinten wir mal selber durch. Da sind alle zu früh draußen. Timmerlier holt sich den Sieg vor Sam Bennett und Wout van Aert. Aber Horst Lampe ist hier mittendrin statt nur dabei. Auch Johannes Teer wird eine Top-10-Platzierung holen. Henry Udick wird es knapp verpassen. Fünfter Platz für die Lampe, siebter Platz fürs Teer und elfter Platz für Henry Ulig. Arnaud Delis auf der 14. Und Tim Wollenberg, ich dachte schon, hier wäre ein Teutenberg mit drin. So, es geht in den Tiebreak. Boah, alter Vater, was ein Stoppball von Srerev. Klasse Ding. Erstes Mini-Break für Zverev. So, also Timmerlier mit dem Sieg. Das sieht auch eigentlich ein sehr, sehr nices Logo, was der Sparkassen Münsterland Giro da hat.
als würde Niki Lauda Rad fahren, oder? So sieht das aus. So, Bora Hansgrohe in der Teamwertung vorne. So, Sparkassen Münsterland Giro geht nach Belgien. Wenn wir nochmal weiter zurückschauen, Kaninguru Schmidt auf der 15, Patrick John auf der 16. Haben wir sonst noch jemanden vorne vergessen? Ronald McDonald auf der 8, den haben wir eben nicht mehr genannt. Daniel Bichelmann, ehemals Team Bike Aid für die Malocha Pushbikers. So, jetzt haben wir noch zwei. Jetzt ist zu leise, oder? Scheiß aufs Doda, Loch. Loch, Loch, Rimzahn, Johannes, 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 Terek, Hannes. Jetzt war es irgendwie zu leise, habe ich das Gefühl gehabt. Aber passt schon. Also zwei Rennen haben wir noch, Paris Tour Elite und Grono de Nation. Und danach würde ich sagen, machen wir nochmal einen kleinen Überblick über alles. Und wie gesagt, nicht vergessen, für alle, die jetzt gerade eingeschaltet haben und sich denken, Mensch, ich wäre doch so gerne eigentlich mit dabei. Warum habe ich keinen Fahrer mit angemeldet? Schönes Pixel inzwischen eigentlich Live-Talk macht im Tennis-Channel auf Discord. Sehr, sehr interessant. Spannend, spannend. Und es sind auch die Gesamtwertungen sind raus für das Tippspiel. Sollen wir da mal kurz reinschauen? So, wie geht's Nero eigentlich? Den Umständen entsprechend gut. Ich glaube, der macht momentan jetzt diese Hormonveränderung im Körper durch. Und er hat jetzt auf einmal wieder so ein bisschen Angst vor bestimmten Sachen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber er hat ein bisschen Angst vor dem Balkon, weil da so viele Leute immer vorbeilaufen und auch Hunde vorbeigehen. Also, es geht ihm okay, er ist sehr anhänglich, er kuschelt mega viel, was wir natürlich super finden, aber wir müssen ihn animieren, dass er eben keine Angst hat. Da darf man einen Hund ja auch nicht in seinem Verhalten bestärken, wenn er ängstlich ist, dann nicht hingehen und streicheln, och, alles ist gut, sondern sagen, hey, komm, hey, alles super, hier ist alles super, hier ist alles gut. So, zeig mal, was mein Fahrer so geleistet hat. Da schauen wir doch mal. Teams. Und Gondinental, ah ne, Gondinental Pro müssen wir natürlich gehen. In welchem Team bist du denn? Finny ist natürlich im Team Nero. Wusste ich auf Anhieb, ne? Nur weil ich den Satz so lang gezogen habe, bedeutet das natürlich sonst nichts. Also, dieses Jahr 29 Renntage. Bestes Ergebnis: Did not finish bei Tropro Leon. Nein, Quatsch. Sechster Platz bei Belgrad Banja Luka, dort fünfter auf einer Etappe gewesen. Wenn wir mal alle Etappen hier ein bisschen aufklappen. Ansonsten, ja, geschmeidig meistens im Nirvana unterwegs gewesen, aber sechster Platz Belgrad Banja Luka ist ja schon ordentlich. 29 Renntage, da kann man sich auch nicht beschweren. So, Banja Luka war er ganz gut. Maike hat alles im Kopf. Wahnsinn. Wahnsinn. So, wollen wir mal auf die Gesamtwertung schauen, bevor wir ins nächste Rennen reingehen? Machen wir jetzt einfach alleine, weil ich selber wissen will. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. So, ein spannender Tippspielmonat geht zu Ende. Die Jungs von Arkea kann nichts. Laurinchen, Bienchen, Lostdeutscher, Triviale Latte und Jakob Kiplimo lassen sich nichts nehmen und bleiben auch nach der ersten Grand Tour die Teamwertungslieder. Jetzt bin ich aber gespannt. So, wo sind Ale, Opi, Omi? So, Arkea kann nichts vorne. Dann Two and a Half Ossies. Upsa. Ihr seht das wahrscheinlich richtig schön groß. Ich mache das gleich nochmal größer, aber ich muss einfach den Spannungsbogen ein bisschen aufrecht halten. So, Video killed the Movie Star auf der 4. Komm schon. Ale, Opi. Oh nein. Oh nein. Nur auf der 7. Was da los, Jungs? Grillabend einfach abgesagt. Immerhin was. Wollte schon immer Banja Luka abräumen. Tour de France ist für Anfänger eben. Ich finde, die Banja Luka Tour ist die wahre Tour und Alcaraz jetzt Mini-Break vorne im Tiebreak im vierten Satz. So, da mache ich mal GG und Herzdinger, obwohl ich nicht erfreut bin. Wie groß ist der Rückstand? Puh,
500 Punkte haben wir jetzt schon Rückstand auf den fünften Platz, was unser ausgegebenes Ziel war eigentlich im Tippspiel. So, auch die Rolle des Tagessieg-Leaders wird eisern von Benital-Herpes verteidigt. Na klar, ich habe ja schon gesagt, wenn man einmal Herpes hat, dann bleibt das. Deswegen Benny dort vorne, die Eintageswertung interessiert oder die Tageswertung interessiert mich nicht. So, nochmal groß für alle natürlich auch. Teamwertung schaut folgendermaßen aus. Kann sich ja jeder das raussuchen, was für ihn interessant ist. Also Alle-OP immerhin auf der 7. Da bin ich doch ganz zufrieden mit. Aber wie gesagt, der fünfte Platz war unser Ziel. Bei den Tagessiegen ist Benny mit 26 Siegen vorne. Wahnsinn. Dann kommt Finny mit 17, Ninja mit 16. Ach, guck mal, 15 Tagessiege habe ich geholt. Wie geht das? Kann mich nicht erinnern, irgendwann mal irgendwas gewonnen zu haben, aber passt schon. So, Alcaraz mit 5 zu 4 vorne, Standing Ovations vom Publikum. Gorilla, ach, guck mal, ja, hier, ne? Gorilla. Da ziehe ich Niki Lauda-mäßig die Kappe. Da sind wir wieder gemeinsam unterwegs auf dem vierten Platz mit Jonathan noch zusammen. So, was kommt als nächstes für eine Wertung? Ja, immer noch vorne bei den Rundfahrten. Sogar immer noch recht komfortabel mit über 300 Punkten. So lobe ich mir das doch. So muss das sein. Wamsi vorne vor Hauke, dann Finny, Gorilla, Maike, Trivelato, Sherlock auf der 7. Das sieht doch alles gut aus. Da bin ich sehr zufrieden mit. Ich hoffe, das langweilt jetzt niemanden, der im Tippspiel nicht dabei ist. Aber für mich ist das echt spannend gerade. Und alle, die mit dabei sind, sehen es ja eh auf dem Discord. So, und jetzt kommt wahrscheinlich die Gesamtwertung. Ah ne, ein Tagesrennen sind mir egal. Da bin ich eh kacke. Da ist Maike vorne, vor Laurel. Wo bin ich denn da? Immer so im gesunden Mittelfeld, also für Schalker Verhältnisse, gesundes Mittelfeld, also Platz 21. So, 3100 Punkte. Der Abstand nach vorne wird ja irgendwie immer größer, wird nicht besser. Aber Maike, Laurel, Gorilla, alter Schwede, Rüdiger wird auf jeden Fall richtig gut am Start sein. Der Rüd van Nistelrooy. Und dann schauen wir wahrscheinlich mal auf die Gesamtwertung noch. Da sieht es doch auch ganz ordentlich aus. Also Maike vorne, vor Rüd, dann Hauke, dann Ben, dann Laurel und ich auf dem sechsten Platz. Ja, nice. Sind sowieso nur 230 Punkte, 220 Punkte Rückstand. Geht eigentlich. Bin ich ganz zufrieden mit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Dann schauen wir mal, was macht Erik. Erik hat ja sehr auf Etappensiege gesetzt, dank der Wette mit Benny. Hat ab jetzt 16 Punkte vor mir im GC. Habt ihr eure eigene Schweizer Wertung natürlich. Stabiler 27. Ja, nice. Nö, aber wie gesagt, sind 202, ach guck mal, 222 Punkte Rückstand auf Maike. Das hole ich locker. Hole ich locker bei der Tour de France. Einfach wieder auf 35 GC-Fahrer setzen und sich bei jeder Sprint-Etappe richtig ärgern, dass man das verkackt hat. So, ich like nochmal alles weg. Ich like Maike. Dankeschön, Maike, fürs Bearbeiten. Und auch an Max, die das dort immer machen. Das ist total nice. Thank you. Thank you very much. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, ganz kurz an alle, wer Bock auf Abo-Team hat, einfach hier auf den Discord-Channel kommen, auf den Link klicken und dann könnt ihr eben auch Teil des Abo-Teams werden. Für die zweite Saison, so 6 zu 6 steht es im Tiebreak, nochmal Seitenwechsel. Alcaraz hatte gerade, glaube ich, bei eigenem Aufschlag die Möglichkeit, den Satz zuzumachen, hat er nicht geschafft. Also einfach auf den Discord-Channel kommen. So, Alcaraz, Zverev, Alcaraz. Benny ist jetzt auch mit eingestiegen in den Wahnsinn, den Paul hier einmal durchgezogen hat. Auch wenn man solche Sachen, ich schaue ja immer ein bisschen mit Verzögerung, weil ich es über die App schaue, dann liest man einfach, oh, puh, und das könnte einfach alles heißen. Das könnte alles heißen. Und dann ist man ganz gespannt, dass gleich was ganz, ganz Besonderes passiert. Boah, alter Alcaraz versucht wirklich alles und der fällt auch noch rein, der Ball. Krass gut verteidigt. So, sorry, ich bin gleich wieder da, Leute. Ne, ach komm, den macht's Zverev. Mann, Mann, Mann. Okay. Tippspiel Orga loben, Hashtag auf jeden Fall. Matchball Zverev bei eigenem Aufschlag.
Sorry Leute, aber da ist sogar mir gerade ein bisschen die Pumpe gegangen. Überblick machen wir dann, wenn wir hier durch sind. Wir gehen mal bei Paris Tour Elite rein und schauen uns parallel so ein bisschen den Matchball an. Alter Vater. Ich finde es schön, dass man dem Vater von Zverev immer nichts ansieht. Der übrigens original aussieht wie Mike Ehrmantraut von Breaking Bad. Ich muss immer dran denken, wenn er da sitzt, dass er nebenbei eigentlich Auftragskiller ist für Gustavo Fring. So, Matchball Zverev. Boah, bleibt an der Netzkante hängen. Alter Vater. Geht also weiter. 7-7 im Tiebreak. Aber auch ein bisschen unmutig gespielt. Muss man sagen, unmutig klingt doof. So, wieder einige nationale Meister hier mit dabei. Inspektor Spacetime greift da vorne schon mal an. Henry Ulig schicken wir mal ein bisschen nach vorne. Genau, noch die letzten zwei Rennen fahren und dann machen wir den Überblick. Und dann schauen wir mal. Also das Tippspiel macht einfach mega Spaß. Ich habe mich jetzt schon sehr drauf gefreut. Auf das GC. So, nächster Matchball für Zverev. Und beim Giro, ich hätte einfach noch ein, zwei Sprinter mitnehmen sollen. Ich hatte so ein paar Fahrer, die überhaupt nichts gebracht haben. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber Sprinter wären auf jeden Fall ganz sinnvoll gewesen. Benny hat ordentlich abgeräumt beim Giro mit Sprintern. So, Paul Pixel, nachdem er gerade richtig gespammt hat auf dem Discord, versucht er jetzt in die Ausreißergruppe zu gehen. Inspektor Spacetime hat das hier vorne schon geschafft, zusammen mit Luke Grunewald. Natürlich auch hier der Blick auf die anderen Fahrer. So, Thomassen, Bledebitsch, Costa, Lampe, Power, Reuter und Virtanen für die Gummibärchenbande. Ich habe 1, 2, 3 und 5 im GC gehabt sogar. Da muss ja schon drauf hingewiesen werden. Und Zverev hat's. Zverev hat's tatsächlich. Alter, was ist hier los? Draußen macht, glaube ich, gerade einer einen Wheelie. Also, Zverev schlägt Alcaraz in 4 Sätzen. Hätte ich nie, 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 nie im Leben gedacht. Ich war mir ziemlich sicher, dass Alcaraz sogar die French Open gewinnt. Aber mit 19 Jahren völlig in Ordnung. Aber richtig, richtig krass hohes Niveau, kann man nicht anders sagen, jetzt im Tiebreak und generell im vierten Satz, zumindest was ich so gesehen habe. Krasser Scheiß. So, ich stelle es mal hier ein bisschen schneller. Wir warten mal, bis das Tempo raus ist. Dann können wir ein bisschen Tempo machen für die Kollegen. Aber das Geile ja eigentlich daran ist, man hat jetzt ein mega Tennisspiel gesehen. Und gut, dann fliegt Zverev halt im Halbfinale raus. Ist ja auch kein Drama. Vielleicht hat er ja sogar Chancen gegen Djokovic oder Nadal. Wer weiß es schon. Man hat einfach ein mega Tennismatch gesehen. Und jetzt kommt noch Djokovic gegen Nadal. Besser kann es ja eigentlich nicht sein. Vor allem als Tennisfan. Und Tennis gehört echt zu meinen Lieblingssportarten. Radsport, Tennis gucke ich eigentlich sogar lieber als Fußball, um ehrlich zu sein. Das sind echt Sportarten, die ich auch in meinem Leben, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, Tennis zu gucken. Tommy Haas die Daumen zu drücken, wenn er mal wieder im Viertelfinale der US Open gegen Nikolai Davydenko rausfliegt. Oder das war eher Australian Open. Gudmundsen ist gestürzt. Jetzt haben wir auch gar nicht drauf geschaut, wer sonst noch mit am Start ist. So, Loch im Zahn. Ich lese jetzt mal nicht alle vor. Könnt ihr selber nochmal draufschauen. Gummibärchenbande haben wir vorgelesen. Benny Thalherpes ist wir als Kapitän mit dabei. War mit Team Skoda hier oben mit Akono Kreuzer als Kapitän. Bei Benny Thalherpes kennen wir immer noch nicht die genauen Daten. Interesting. Wo ist es denn sonst noch so? Marienberg auch noch nicht so richtig angekommen. Konnexion, Bock, Bock stark. Bock, Bock. Bock, Bock stark. So, Henry arbeitet da vorne sich ein bisschen wund. Kann man dann jetzt, glaube ich, auch langsam mal lassen. Müsste eigentlich schon gereicht haben, um unsere Kilometeranzahl zu erreichen, oder? Ja, 37 Kilometer. Das passt. So, wenn in einem Baum Joker, Nadal, Alcaraz und Zverev ist, wäre es dann noch im anderen Turnierbaum? Ja. Die Diskussion, die wird momentan rauf und runter
geführt, ob das okay ist, ob das fair ist und so weiter. Ich finde es gut. Ich finde es gut, wie es ist. Und Nadal hat halt jetzt nicht ganz so viel gespielt. Djokovic hat nicht ganz so viel gespielt. Dann ist es halt so, dass die mal im Viertelfinale schon aufeinandertreffen. Finde ich absolut nicht schlimm. Und was ist die Alternative? Soll man nach vorherigen Ergebnissen eine Setzliste machen, wie in Wimbledon zum Beispiel? Da macht man das ja. Wer eine gute Rasenkarriere hatte die letzten Jahre, der wird höher gerankt, als es sein aktuelles Ranking ist. Da bin ich persönlich überhaupt gar kein Freund von, weil es ja immer auch so ein bisschen Ermessensspielraum ist. Deswegen bin ich total dafür, Weltrangliste gleich Setzliste beim Grand Slam. Punkt um Ende aus. Und dann gibt es eben so Duelle auch mal im Viertelfinale. Und ich meine, Alcaraz ist ja gerade ein aufstrebender Spieler, dass der dann nur mit 19 Jahren, gerade 19 geworden, an 6 gesetzt ist, ist dann halt auch mal geschenkt. Und das, wie gesagt, dass Zverev das Ding gewinnt, no way. Ich war mir 100% sicher, dass Alcaraz den rund spielt in 3 Sätzen. Und zwar relativ deutlich. Aber er hat im richtigen Moment das beste Tennis gespielt. Und das bei einem Grand Slam, das hat man selten. Genau, Casper Ruud, Cilic, Rune sind halt jetzt auch viele, viele Junge, wenn man Cilic mal rausnimmt, die sich da unten durchgesetzt haben. Und Casper Ruud bin ich sehr gespannt und Rune ebenfalls, der ja, glaube ich, Zverev in München komplett auseinandergenommen hat, wo man noch gesagt hat, what the fuck, was war da mit Zverev los? So, 30 Kilometer sind es noch. Irgendwie sind wir hier in der vorderen Gruppe gelandet. Ich habe keine Ahnung wie. Zusammen mit Horst Lampe. Vielleicht haben wir jetzt ja 3 Wünsche frei. Aber das haben wir auf jeden Fall gut gemacht, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Auch nicht schlecht. Fahren mal ein bisschen Richtung Spitze. Inspektor Spacetime kommt da jetzt gerade vorne mit einer Attacke. Ziehen hier mal über diese Hügel gnadenlos durch, damit wir weiterhin schön vorne dran sind. So, 22 Kilometer. Sind es noch? Der gelbe Balken sieht so lala aus, aber die zweite Gruppe sieht echt noch schlimmer aus. Die sind echt weit hinten. So, danke schön fürs Folgen. Schwellobus. Ist aber auch ein schöner Name. Da sage ich nur, hu, ha, Loch, Loch, Loch im Zahn. Nein, das im Zahn muss man weglassen. Geiler Pornoname. Möchtest du mal meinen Schwellobus sehen? Hokus Pokus Fidibus und Schwellibus. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade. Ich bin einfach ein bisschen albern. So, Zverev lacht. Ich glaube, er freut sich über den Sieg. Sei ihm gegönnt. So, wir sind gleich durch. Inspektor Spacetime ist eingeholt. Wir hoffen mal auf eine kleine Tempoverringerung hier vorne. Team Gerolsteiner auch schon müde. Genau, für die zweite Saison, wer sich anmelden will, wer neu mit dabei ist, wer Teil des Abo-Teams werden möchte, einfach auf den Link klicken, den Ninja gerade nochmal dankenswerterweise mit reingenommen hat. So, jetzt wird Benny gefragt, wer der größte der Top 3 ist. Wahrscheinlich sagt Benny jetzt Federer. Oder Benny enthält sich. So, Dankeschön, Jojo. Ach, guck mal, das kommt ohne Sound Alert. Es wird also angezeigt, aber ich höre es irgendwie nicht. Der Alert kommt nicht. Auch ein toller Satz, den ich jetzt gerade hier prachtvoll vollendet habe. So, da kommt eine Attacke von Anthony Turgis. Da haben wir auch Horst Lampe nach wie vor in einer guten Position. D'Amore mit dabei und der Schweinebärmann. So, ich denke mal, die meisten werden Federer sagen. Zahn im Loch. Ja, das wäre auch ein geiler Pornoname. So, hier ist ziemlich Tempo raus. Vorne Timmelier im belgischen Meistertrikot, ein bisschen ungewohnt. So, jetzt wird aber nochmal richtig Tempo gefahren. Und Henry mal mit dem Einsatzbalken unsere Position irgendwie halten. So, Finale ist jetzt tellerflach. Tempo ist raus. Wenn so viele Attacken kurz vorm Ziel noch gefahren werden, dann spricht das meistens dafür, dass gleich Tempo komplett rausgenommen wird. Wir schlängeln mal ein bisschen. So, Sprint wird früh angezogen, aber auch nicht richtig eine Sprintanfahrt für die Kollegen.
So, da vorne kommt noch eine Kurve, deswegen gehen wir mal ein bisschen früher los. So, komm Henry, mit letzter Kraft. Der rote Balken fließt jetzt natürlich ein bisschen schneller weg, weil wir keinen gelben mehr zur Verfügung haben. Jasper Philipsen holt sich den Sieg vor Team Gerold Steiner und Dylan Groenewegen. Dann Fabio Jakobsen, Tim Merlier, Kasper Askren hält hier auch noch mit rein. Und der Schweinebeermann auf der 6. Komm schon, hol dir die Top 10. Jawohl, 9. Platz für Henry, 10. Platz für Damore, 12. Platz für die Lampe. Johannes Thier auf der 14. Kaningoro Schmidt auf der 17. Schöner Sprint. Gegen die absolute Elite hatten wir keine Chance, aber ein guter 9. Platz, glaube ich, kann man so sagen. So, Djokovic, weil er auf allen Belegen mega ist und er alle seine Slams gegen Federer und Nadal holen musste. Uiuiui, Benny. Eieiei, können wir bitte mal Hashtag Benny canceln machen? Ich dachte, hier geht es um Sympathie, nicht um sportliche Leistung. Wen interessieren denn sportliche, sachliche Diskussionen zu so einem Thema? Also ich bin sehr enttäuscht, Benny. Aber über so viel Sachlichkeit bin ich einfach enttäuscht in solchen Diskussionen. Das ist nicht mehr meine Welt. Ich brauche einfach Empörung über jede Kleinigkeit. Und Djokovic ist niemals die richtige Antwort. Nee, Benny hat völlig recht, um ganz ehrlich zu sein. Djokovic hat sich sicherlich am meisten erarbeiten müssen in der Zeit mit Federer und Nadal. In vielleicht Federer nicht mehr in Prime, aber Nadal Prime mit einem Andy Murray, der auch immer noch mal so ein paar Slams geklaut hat zwischendrin oder zumindest vielleicht nicht den Slam gewonnen hat, aber auch mal richtig gut aufgespielt hat. Also das stimmt schon. Dann natürlich alle Geimpften. Ja, ich glaube auch, dass Djokovic von der sportlichen her vielleicht die größte Leistung gebracht hat. Aber Nadal ist halt von der Spielweise her, dieses immer Positive, dieses Kämpfen, auch in Interviews finde ihn halt einfach mega sympathisch. Deswegen gönne ich es Nadal am meisten, aber Djokovic hat sicherlich damit am meisten vollbracht. Und Federer in einer guten Zeit gestartet mit seiner Slam-Sammlung und in einer schlechten Zeit mit seiner Slam-Sammlung geendet. Aber gehört natürlich auch zu den Größten. Vielleicht nicht der allergrößte, aber einer der größten Roger Federer aller Zeiten. So, Nadal wäre für mich hier auf Platz 3, allerdings halt auf Sand. Ja, klar. Aber Nadal hat auch gezeigt, dass er hat auch den Grand Slam geholt. Und ich glaube, weiß nicht, hat er jedes Turnier mindestens zweimal gewonnen? Das weiß Benny doch bestimmt wieder auswendig. Catalunya likes Vasi. Okay. Vasi likes Catalunya. I don't know why, but I like it. Seems to be a nice place. I only know it from Pro Cycling Manager, though. That's all. That's the sentence. So, jetzt kann ich wieder Gracias sagen. Dann fühle ich mich wieder voll cool. So, jetzt haben wir noch Grono de Nation in 2 Tagen. Oder wie Lena sagen würde, Grono de Alsace. Ich hoffe, Benny googelt gerade, sonst weiß ich, dass er mir nicht zugehört hat. So, ein Zeitfahren zum Schluss, so ist es doch schön. Ja, Benny mal wieder den Sprint gefailt. So, jetzt live anschauen, die Tagesschau wird mir von YouTube vorgeschlagen. Dankeschön, YouTube, dankeschön. Das ist genau der Content, den ich jetzt brauche, die Tagesschau. Tagesschau. So, wir gehen in das letzte Rennen des Jahres rein mit einem beschissenen Zeitfahrteam. Na, Colin Zimmermann ist mit dabei mit 76 im Zeitfahren. Holy. Das könnte gut werden für Colin und Inspector Spacetime auch ganz ordentlich. Der Rest, weiß ich nicht, warum die mit dabei sind. Leider Chris Espenhornig nicht mit dabei mit der 75. Der Shuggly Goat, ich glaube, er würde sogar im Zeitfahren stürzen. So, gehen wir mal rein und schauen uns dann natürlich noch die anderen Kollegen an, die mit dabei sind. Also Nadal und Joker haben mindestens alles 2-mal gewonnen. Okay. Ja, genau, Federer damals. Warum ist das jetzt wieder so unscharf? Oh, jetzt habe ich dagegen gebatscht. Auch besonders gut. Immer clever, gegen die Webcam zu batschen. Federer damals in dem legendären Spiel ja auch gegen Tommy Haas im Achtelfinale. Vielleicht mag ich Federer auch deswegen nicht, weil er Tommy Haas im entscheidenden Moment
immer eins draufgegeben hat. Halbfinale Wimbledon damals, das Achtelfinale bei den French Open, da war Tommy Haas mega stark, wirklich richtig gut in dem Jahr. Und ich glaube nicht, dass er jetzt die French Open gewonnen hätte, Tommy Haas. Er hätte es schon irgendwie unterwegs verkackt. Aber es wäre zumindest ein gutes Ergebnis geworden. So, Dankeschön fürs Abonnieren. Enric Russell auf YouTube. Dankeschön. So, wir gehen hier mal ins Zeitfahren rein. Mit Henry wird's eigentlich, ist eigentlich ziemlich wurscht, was wir machen. Machen jetzt Tutorial. So, jetzt können wir ein bisschen runtergehen. Boah, nicer Ruckler. Können wir auch nochmal runtergehen. So, jetzt geht's wieder bergauf. Dann machen wir es wieder ein bisschen höher. Zeitfahren hat sich ja eigentlich nicht so viel geändert. So, hier geht es jetzt wieder leicht bergab, aber auch nur leicht. Drehen wir es mal ein bisschen runter. So, jetzt können wir mal schauen. Federer, 6-mal Australian Open, 1-mal French Open, 8-mal Wimbledon, 5-mal US Open. Wie ich einfach nicht dabei bin. Ja, ist doof jetzt gerade fürs Zeitfahren. Halt besonders doof. Djokovic hat halt auch irgendwie das kompakteste Spiel. So, ich finde es schön, dass ich vom Scheffel frei bekomme. Catalunya es España. Okay, ja, jetzt machen wir aber keine Politik hier. Da halte ich mich einfach mal raus. Catalunya es España, ja, gehört auf jeden Fall zu Spanien. Aber ich will da jetzt nicht über Unabhängigkeit reden. So, was macht Henry? Ich habe jetzt gar nicht mehr hingeschaut. Sind wir alle Abfahrten einfach mal durchgebrettert, aber es gab, glaube ich, auch nicht mehr so viele. 70er Wert könnte eng werden. Drehen wir nochmal. Es gibt vor allem auch keine Zwischenzeiten. Besonders spannend natürlich hier beim Zeitfahren. So, jetzt mit der 99 reinballern. Henry Ulig ist drin auf der 10 mit 2 Minuten 17 Rückstand. Rafael Paricella auf der 4. Interessant. Unser Sprinter von Team Legion. Ist das ein Palindrom? Na klar, wie Anna. So, dann drehen wir mal die Kamera. Mehr können wir leider nicht machen. Und schauen uns mal an, wie es im Ziel dann gleich ausschaut. Wir hätten uns mal die Favoriten anschauen sollen, aber wir können auch gerade mal so schauen. Cavagna, Cro Andersen, Colin Zimmermann natürlich. Der kommt aber erst spät. Dieter Bohlen ist auch noch ziemlich gut im Zeitfahren. Sind aber auch nicht alle mit dabei, ja. Tropikale Teams, also es fehlen zwei Teams, also so viele sind gar nicht am Start. Aber Inspector Spacetime mit einer neuen Bestzeit, 10 Sekunden schneller als Julius Vandenberg. Not bad. Da war gerade ein Este. Und wenn ich ein Este sehe, dann fängt sofort mein Auge an zu zucken. I prefer not to speak. Wir reden nicht über den Edit Fail. Nein. So, Ninja mit einer neuen Bestzeit. 13 Sekunden vor Inspector Spacetime. Also die Abonnenten rocken das Ding. Wie schaut es denn weiter unten aus? Jonas Rutsch rutscht gerade aus den Top 20 raus. Ninja ist vorne. Juan Pedro Lopez, Super Giro gefahren auf der 14. So, ändert sich erstmal auch nichts bei den Spitzenfahrern. Vandenberg und Holländer dachte, da gibt es keine Berge. Doch, den Julius. Ethan Vernon auf der 4 auch sehr, sehr stark. Dann Hole mit einer Minute Rückstand. Ninja rockt das Ding. Juri Hollmann auf der 14. Genau, und den Marein natürlich. Den nehmen wir mit rein. So, Ogier Aliassime ist wieder im Turnier, sehe ich gerade auf Eurosport. Haben sie zurückgeholt. So, Binyam Girmay. Wie viele Fahrer kommen noch? Sind schon noch einige unterwegs. Ninja immer noch vorne, wahrscheinlich jetzt Puls über 9000. Aber auch Fahrer hier mit am Start. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, warum fährt denn Sebastian Langefeld jetzt hier mit? So, es ändert sich nichts gerade vorne. Philipp Brandt mit der Plus 5 Tagesform. Leider kann ich auch auf ihn nicht klicken und kann seine Werte so nicht erfahren. Aber ich glaube, wir hatten nur zwei richtig gute mit dabei. Jetzt kommt Colin Zimmermann mit der Plus 2 Tagesform. Könnte es nochmal an den Kragen gehen. Kann hier, wie gesagt, nirgendwo draufklicken. Dieter Bohlen ist ebenfalls gestartet.
Drück mal. Und jetzt Philipp Brandt drin mit 8 und, nee, 28. mit 2,36 Rückstand. Jetzt kommen die richtig guten Zeitfahrer. War eine lange Lücke, bis da mal jemand wieder kam. So, mal schauen. Zimmermann ist noch am Start, aber Ninja führt immer noch. Top 5 sind möglich. Jetzt erstmal ein bisschen tief stapeln. Miguel Heidemann auf der 15, Marco Brenner auf der 18 jetzt. Und da ist Tom Scully mit einer neuen Bestzeit. Scully ohne Mulder. Jetzt schauen wir mal, was Colin da so treibt. Da kommt Colin Zimmermann. Schafft er die neue Bestzeit? Ne, dritter Platz. Eine Sekunde hinter Ninja. Trotzdem spannendes Ding. Ich glaube, jetzt kommen nicht mehr viele. Jetzt kommen nur noch Cor Andersen und Cavagna. Cor Andersen fährt auf die 5. Und Remy Cavagna setzt der eine neue Bestzeit. Mal schauen. Cavagna auf der 4. Eieiei, zweiter, dritter Platz. Das ist natürlich trotzdem ein super Ergebnis gegen Tom Scully. Weiß gar nicht, warum Tom Scully jetzt hier so stark ist. Ist das so ein guter Zeitfahrer, Tom Scully? Hätte jetzt gedacht, dass er eher so zum oberen Durchschnitt zählt. Jo, 74er Zeitfahrwert. Aber Ninja auch mit einer richtig guten Leistung. Remy Cavagna dann eher eine schwache Leistung, muss man fast sagen. Aber trotzdem, zweiter, dritter Platz. Zweiter, dritter, fünfter Platz zum Abschluss. Das kann man doch gerne mal machen. Und Colin Zimmermann sehr, sehr stylisch auf dem Radl gesessen mit der 76 im Zeitfahren. Richtig guter Fahrer. Ninja, der zeitfahrende Puncheur. Hat man auch nicht so häufig. Mathieu van der Poel. Wenn es darum geht, dann ist er schon ein guter Zeitfahrer, Mathieu van der Poel. Hat er letztes Jahr bei der Tour de France gezeigt, dieses Jahr beim Giro. Who let the dogs out? Who laut? So, wie gesagt, man sieht inzwischen gar keinen Unterschied mehr. Ich könnte ihm die Kappe aufsetzen. Und damit begrüße ich euch zurück. Würde keiner merken, ganz ehrlich. Würde wirklich gar keiner merken, gerade auch wenn ich es so mache. Sieht immer noch lustig aus, wenn ich das mache. Manchmal, ich erschrecke manchmal noch vor mir selber, wenn ich mich im Spiegel sehe und denke, wer ist der Mann? Was macht der in meinem Schrank? So, dann machen wir mal den Gesamtüberblick. Bevor ich dann ein wenig vorsimuliere, das kann ich dann ohne euch machen. Machen wir mal den Überblick mit den Teams. Wir fangen mal mit der Gummibärenbande an und schauen uns die Geschichte an. Tschüss. Ende. Nein, Quatsch. Wir schauen uns natürlich einmal die Ergebnisse an. Sollen wir uns alle Ergebnisse anschauen? Das könnte viel werden. Oder sollen wir uns immer nur das beste Ergebnis von einem Team anschauen? Weil ansonsten, wenn wir hier bei der Österreich-Rundfahrt alles vorlesen, dann könnte das ein bisschen anstrengend werden. Bin nur für die Siege. Top 1. Sollen wir wirklich nur die Siege durchgehen oder sollen wir Top 3? Top 3, puh, ah gut, das ist natürlich wegen diesem Tour of Antalya-Bug, den wir da noch drin hatten. Top 3 ist, glaube ich, auch recht übersichtlich. Machen wir doch Top 3. Das könnte doch ganz gut passen. Da schauen wir nochmal zurück nach La Tropicala Misabongo, wo Johannes Thier eine Etappe gewonnen hat und Zweiter in der Gesamtwertung geworden ist. Genau, und auch die unter 25-Wertung gewonnen hat. Dann Franklin bei der Tour de la Provence, Dritter auf der ersten Etappe. Classique Loire Atlantique, Matty the Eagle, Zweiter. Florian Harrer natürlich mit seinem Double rund um Köln gewonnen, das habe ich schon ganz vergessen. Florian Harrer, der ja gar nicht, ich kann das immer nur wieder sagen, der ja gar nicht die besten Werte hat und trotzdem wieder einer der erfolgreichsten ist. Das ist Wahnsinn. Wie gesagt, wenn ich 1 Million Euro hätte, ich würde sie einfach Florian geben und würde sagen, mach. Und ich würde wetten, er würde mindestens 10 Jahre später 1 Million und 1 Euro haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, El Schweinebermann mit einem zweiten Platz in Norwegen. Florian Harrer, Boucle de la Mayenne, da ist er auch wieder Zweiter auf der 4. Etappe geworden. Franklin, Zweiter bei den estischen Meisterschaften. Patrick Horvath, Zweiter in Ungarn, jeweils im Zeitfahren. Der Schweinebermann hat sich das hässlichste Trikot überhaupt geholt, aber amerikanischer Meister geworden. Dann Cesare Heili auf Platz 2 in Österreich mal.
Johannes Teer Zweiter, Helga Rakete auf der vierten Etappe siegreich gewesen. Snecky Chan Dritter in China beim nationalen Zeitfahren. Achim Kassler bei der Tour de Pologne auch nice, dritter Platz. Weiß gar nicht, ob wir das mitbekommen hatten, aber das ist auf jeden Fall ein starkes Ergebnis. Snecky Chan, chinesischer Meister, sehr, sehr cool. Matthew the Eagle, zweiter Platz auf der dritten Etappe in Norwegen beim Arctic Race of Norway. Florian Harrer wieder Dritter geworden. Ist schon echt ein bisschen unsympathisch, was der alles kann. Johannes Thea Dritter bei der Deutschlandtour auf einer Etappe geworden. Schweinebermann Dritter bei Classic Paris-Chamonix. Da schont er sich auch nie. Und Helga Rakete haben wir ja eben gesehen. Insgesamt Dritte geworden. Die U25-Wertung und beim Teamzeitfahren auf Platz 2 gelandet mit dem Team. Richtig gute Ergebnisse. Ich hoffe, es ist jetzt leider nicht so unterschiedlich von den Namen her. Es sind häufig dieselben Fahrer. Man sieht ja hier, Johannes Thea hat da schon einige gute Ergebnisse reingefahren. Florian Harrer sehr erfolgreich, auch Helga Rakete, Schweinebermann. Aber der Rest des Teams leider noch nicht ganz so gut, wie man sich das gewünscht hätte. Aber wir schauen auch nochmal ganz kurz auf die Werte der Teams. So als kleiner Überblick, Helga Rakete ist im Durchschnitt momentan die beste Fahrerin des Teams. Einen Sieg geholt, Bergwert 76. Dann haben wir Achim Kassler ebenfalls mit einem super Bergwert. Noch sieglos, aber das wird bestimmt noch. Ja, absolut richtig guter Fahrer. Dann El Schweinebermann mit seinem Sieg bei den nationalen Meisterschaften. Sprintwert von 75. Cesare Heili immerhin schon mit der 77 am Hügel, Beschleunigung 71. Wahnsinn. Richtig gutes Ding. Johannes Thea, einen Sieg geholt, Sprint die 75 und Florian Harrer eben mit 2 Siegen und dem Durchschnittswert von 73. Matthew the Eagle dann immer noch hinten dran. Richie Rage haben wir hier. 73 am Berg, aber bislang noch nicht so erfolgreich gewesen. 41 Renntage, eigentlich genug Zeit gehabt, also sehr enttäuschend. Aber bei der Tour de Pologne 4. und 5., das ist schon richtig gut. Insgesamt generell, wenn es dann mal zählt in der World Tour, dann ist er da. Dann rockt er das Ding und holt sich den 10. Gesamtrang. Also für höheres Berufen Richie Rage, kann man definitiv so sagen. Daniel Damore für die Nordklassiker. Und einige Fahrer kennen wir leider noch nicht. Leider kennen wir Franklin nicht. Oh, anyway. Mache ich immer wieder gern. So, Wolfgang Kleff auch selten am Start gewesen. Patrick Horvath wenigstens Zweiter bei den ungarischen Zeitfahrmeisterschaften. Mike Oxlang auch lange nicht mehr gesehen, genauso wie Eddie von Schleck. Die sind auch einige, nur wenige Renntage gefahren. Also Snecky Chan mit 19 Renntagen. Ha, Loch, Loch, Loch im Zahn. Alle, opi, alle, omi, alle, opa, scheiß aufs Skoda. Loch, Loch, Loch im Zahn. Johannes, 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 Tere kann es. So, also Snecky Chan mit wenig. Sieht man jetzt hier auch mal auch Erik mit nur wenigen Renntagen, Erik Ermantraut mit dem wunderbaren Foto, ist schon sehr nice. Da geht sicherlich sonst auch ein bisschen mehr noch für die zweite Saison und damit hätten wir, wie bin ich jetzt eigentlich zu Team Loch im Zahn gekommen? Da habe ich eigentlich einfach mal mit Team Loch im Zahn angefangen. Macht ja nichts. Machen wir dann gleich mit Team Gummibärchen weiter, oder? Ja. Hab irgendwie falsch geklickt. Es tut mir sehr leid, aber es sind sowieso schon alle eingeschlafen, wenn wir jetzt hier die Ergebnisse durchgehen. Also, dann machen wir mit Team Gummibärchen weiter. Dann machen wir mal nur die Top 3. Das beste Team halt zum Start. Ja, irgendwie automatisch hat es mich dahin geführt. So, die Tour of Antalya können wir mal ein bisschen skippen. Das, wie gesagt, war ein bisschen außerhalb der Reihe. So, wer ist noch wach? Alle mal rufen, ja. Ja, macht gar keinen Sinn, aber ist doch schon in Ordnung. Hä, er hat doch nicht mit Team Nero begonnen. Also, Sebastian Thomassen, ich glaube, der hat das ein oder andere Ergebnisse für die Gummibärchenbande geholt. Dankeschön, Benny. Gerade. Ja. Einfach aus dem Schlaf hochgeschreckt und da sehen wir schon, die Gummibärchenbande war nicht ganz so erfolgreich, wie das Team Loch im Zahn war. Aber Finn Holzi, Zweiter bei einer Bergankunft geworden in Spanien. Rund um Köln, Kevin Bledebitsch, nur geschlagen natürlich von Florian Harrer. In Slowenien, Sebastian Thomassen mit dem Sieg in der Nachwuchsfahrerwertung, Dritter insgesamt und Dritter auf der Etappe.
Patrick Swagan, Dritter bei den nationalen Zeitfahrmeisterschaften. Rui Costa holt sich den Titel vor Ricardo Costa. Das ist natürlich ein absolutes Albträumchen. Patrick Swagan dann ebenfalls Dritter im Straßenrennen. Sebastian Thomassen, zweite, dritte Etappe, Erster und Zweiter geworden. Tour de l'Ain, auch richtig nice. Zweite Etappe ging dort an Kevin Dorfschäfer. Nachwuchsfahrerwertung ebenfalls, dann nochmal Dritter auf einer Etappe geworden und die Nachwuchsfahrerwertung gewonnen. Ne, Dritter in der Gesamtwertung geworden natürlich. So ist es richtig. Dann Horst Lampe bei der Deutschlandtour, zweiter Platz auf Etappe 1. Etappe 2 dann Christian Gebhardt auf Platz 2. Und Kevin Bledebitsch jetzt vorhin, beziehungsweise im letzten Stream, noch mit dem Sieg im Sprint in Split. Da wurde auch ordentlich gestreut, ne? Da ist es nicht glatt in Split. Geil. So, dann schauen wir natürlich hier nochmal auf die Informationes. Da sehen wir Sebastian Thomassen. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich Sebastian Thomassen im Stream sage, stirbt, glaube ich, ein Seefahrer. Keine Ahnung, warum Seefahrer, aber ist ja auch egal. Hügelwert 76, Durchschnitt 75. Dann Ramon Batschmeier, von dem wir Großes erwarten. Ne? Mit großer Macht entsteht große Verantwortung. Damit kann Ramon Batschmeier bestimmt umgehen. Er muss nur aufpassen, dass der Shuggly Goat nicht direkt in seiner Nähe ist, weil sonst macht es richtig Batsch. Für den Meier in Österreich guter sechster Platz bei der Rundfahrt, war sein bestes Ergebnis. Ohne Sieg geblieben, 397. in der Rangliste. Dann Kevin Dorfschäfer schon mit einem sehr, sehr guten Durchschnittswert. Regeneration 74, Berg 73, Zeitfahren 73. Christian Gebhardt kommt als nächstes, dann Johann Drucker, der auch richtig gut gearbeitet hat, schon am Berg, Finn Holzi, Lukas Böck, den wir nicht so häufig, glaube ich, dabei hatten, Tim Müller, Horst Lampe, eben häufig im Bild, so der Shuggly Goat batscht dem Batschmeier am Dorbatsch in die Eier, eieieiei, und sagt das jetzt dreimal schnell hintereinander, ist ja furchtbar. Gummibären hüpfen hier und dort und überall, sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Sind die Gummibären. Einfach das beste Intro aller Zeiten. Da kann nichts mithalten. Nichts. Und wer was anderes behauptet, der ist ein doofer Doofmann. Ja, da werde ich richtig ernst. So, Kevin Bledebitsch mit einem Sieg. Durchschnittswert von 72. Da ist noch Luft nach oben, aber sportlich lief es gut. Tavi Virtanen haben wir kaum gesehen. Patrick Swagan wenig. Max Power wenig. Christian Reuter wenig. Hier unten generell viele Fahrer, die wir bislang nur wenig gesehen haben. Auch da schauen wir nochmal auf die Renntage. So, upsa. Also Italia mit nur 7 Renntagen. Es tut mir wirklich leid, Italia. Ich weiß, dass du ein fleißiger Gucker bist und immer bei fast jedem Projekt fast mit dabei bist. Auch beim Biathlon-Turnier ja zum Beispiel mit am Start, mega sympathisch. Aber jetzt nur 7 Renntage, da entschuldige ich mich genauso. Na, bei Laurel entschuldige ich mich nicht, der ist gerade auf Mallorca und lässt sich schön die Sonne auf den Bauch scheinen. Also da bin ich so, na, da tut es mir wenig leid. Nee, ist natürlich schade, wenn man hier nur so wenig Renntage bekommt, aber da hat man halt keinen Einfluss drauf. So, die Renntage sind durch den Bug, aber nach unten gut, stimmt auch wieder. So, Tavi Virtanen kaum gesehen. 33 Renntage. Ja. Wo war der denn? Tavi Virtanen. Wahrscheinlich immer nur virtuell am Start gewesen. Beste Platzierung. Jetzt bin ich aber mal gespannt. 14. war er mal. Auf einer Etappe. Dann. Halt nie wirklich vorne mit dabei gewesen. Einmal 14. in Norwegen gewesen. Aber ansonsten war halt nicht so richtig viel zu holen. Alles gut, Italia. Servus, der saftige Saft. Immer noch ein schöner Name. So, Team Gummibärchen. Gibt es noch Fragen zu Team Gummibärchen? Ansonsten würde ich nämlich zum allseits geliebten Team Nero, dem neuen Arbeitgeber von Henry Uhlig, gehen. Mache ich jetzt einfach mal. Dann schauen wir auch hier mal in die Top 3 Ergebnisse und sehen, wenn wir das nochmal so rum aufrollen. Nero! Genau, so schaut's aus. Also, die dritte Etappe war fest in Nero-Hand. Da war Dieter Bohlen aus Holland. Dänemark, Norwegen, alles das Gleiche bei den Old Boys. Genau, alles identisch. Ich kann übrigens mal auflösen. Erik. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
Erik hat eigentlich nur die falsche Fahne hingemacht, nicht weil er es nicht wusste, sondern einfach nur, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil normalerweise schickt der Erik immer zuerst sein Team rein, dann kommt Flüksche und ich bin immer irgendwann mitten in der Nacht, wenn ich dann mal ins Bettchen gehe, dann mache ich immer erst mein Tippteam. Und das hat er einfach nur gemacht, um mal Aufmerksamkeit von uns zu bekommen. Deswegen, und dann ist eben der Gag entstanden, dass wir andere Fahnen noch hinmachen. So, war super lustig die Geschichte. Ich sehe schon die Tränen fließen. So, wieso habe ich denn Etappenrennen als Spezialisierung? Das passt absolut nicht mit meinen Werten. Das kann ich nicht sagen. Aber die Spezialisierung ist ja irgendwie auch immer ein bisschen unwichtig. Also Aiden Alvarez ist ja auch, glaube ich, Puncheur und hat entweder die 78 im Zeitfahren, die 78 am Berg, die 75 am Hügel und so weiter und 68 Beschleunigung. Also das hat, glaube ich, nicht so richtig viel zu sagen. Wichtig ist, dass das Potenzial richtig eingestellt ist. Das wird es aber, denke ich mal, auch hoffentlich sein. So, Zverev jetzt eigentlich durch. Zverev durch. Ja, Alcaraz in 4 Sätzen geschlagen. Durchaus hochklassiges Spiel. So, zum Glück ist es noch nicht 22 Uhr. Was? 22 Uhr? Wir machen ja 21 Uhr. Warte. So, was habe ich verpasst? Och, heute nicht so viel. Wir haben jetzt noch 3-4 Rennen gemacht. Wir gehen jetzt gerade nochmal die Ergebnisse durch. Da war jetzt aber nichts ganz, ganz Spannendes dabei. So, Jojo, wie gut kennst du Flaggen? Lass den Trick mit den Flaggen mal probieren. Ja. Weiß nicht, ob es bei jedem funktioniert. So. Jetzt aber nochmal der Blick, knallhart in die Fakten rein. Raphael Remy Zweiter bei Classic Grand Besançon. Dann Hodor von Ruglat Dritter bei der Vuelta Asturias auf einer Etappe. Die Ungarn-Rundfahrt ist Horst Hübi mal auf Platz 3 reingefahren nach Chalegerschek. Super schön. So, Hans Dandolo, mein Papa, auf dem 2. Platz bei der finsteren Rundfahrt. Die Norwegen-Rundfahrt Etappe 5, 2. Platz für Hodor von Ruglat. Connexion Dritter bei der Tour de Suisse auf einer Etappe. Super stark, aber auch zu erwarten mit den Werten. La Route d'Occitanie geht an Toni Abseiler. Sowohl die Gesamtwertung als natürlich auch die Nachwuchsfahrerwertung geholt. Auf der 3. Etappe 2. Dann kamen die nationalen Meisterschaften. Auch da sind richtig gute Ergebnisse dabei gewesen. So, kennst du Holzis Werte? Kann ich gleich nochmal schauen. Warte mal, haben wir... Ich gehe gerade nochmal ganz kurz zurück. Sorry. Da haben wir Finn Holzi, 74 am Berg. Hier mal der kurze Überblick. Hügel 72, Zähigkeit 71. Dann machen wir wieder weiter bei den Ergebnissen. Also, Norwegen 2. Platz, Uganda, Mongolei jeweils Zeitfahren und so weiter. Alles nur 2. Plätze. Nicht so richtig. So ein bisschen Vize-Nero, wenn man sich das hier anschaut. Haben wir es auch gar nicht mehr chronologisch drin. So, dann, wie gesagt, ging es dann Norwegen. Das haben wir doch alles schon. So, jetzt ist es auch andersrum sortiert. Alter Schwede, ich werde hier noch verrückt. So, in Österreich waren eh alle erfolgreich, aber man muss bei Toni Abseiler echt mal sagen, Wahnsinn, was der alles gewonnen hat. La Route d'Occitanie gewonnen und eben noch die Österreich-Rundfahrt. Ganz, ganz stark. In meiner Gamefiction habe ich Finisterre jetzt erobert. Oh, nicht schlecht. Generell der Hinweis auf die Gamefictions auf dem Discord-Channel. Ist irgendeiner jetzt durch den Stream neu dazugekommen? I don't think so. So, Stream mit Glatze. Da geht's richtig ab. Naja, wir hatten die auch in den letzten Streams, als ich noch Haare hatte, hatten wir ja auch so circa 25 bis 30 Zuschauer auf YouTube und auf Twitch verteilt. Also von daher ist es jetzt gar nicht so der große Unterschied und ich habe die Kappe ja meistens auf. Aber ich freue mich schon, wenn ich die Kappe jetzt absetzen kann gleich und meine Glatze noch ein bisschen auslüften lassen kann. Also Toni Abseiler, richtig guter Fahrer, Hodor von Ruglat noch Dritter geworden auf einer Etappe, Toni Abseiler Zweiter, Mike Hogg auch mit einem 3. Platz bei der Deutschlandtour, Benny Thalerpes auf der 2 und Ninja, wie eben gerade gesehen, mit dem 2. Platz bei Chrono de Nation. Auch hier nochmal der Blick drauf. Hier haben wir sogar 2 76er Fahrer. Connexion und Hodor von Ruglat. Noch sieglos, aber die Werte sind schon extrem stark. Ninja mit der 76 am Hügel. Raphael Remy mit der 76. Toni Abseiler kennen wir die Werte leider noch gar nicht. Das wäre sehr interessant zu sehen. Raphael Remy
haben wir schon gesagt, Tim Schmusepuckel mit Durchschnitt 74, Zähigkeit 75, ganz, ganz wichtiger Wert. Da wird man am Berg nur schwer abgehängt. So, Mike Hawk mit der 75 am Berg. Und den Rest könnt ihr euch ja so ein bisschen anschauen. Ich denke mal, wenn ihr euren eigenen Fahrer gesucht habt, dann habt ihr ihn jetzt gefunden. Da haben wir auch Sylvain, Roger Federer mag ich nicht. Meier. Schön, dass ich den das jetzt einfach so weiterschiebe. Nein, Quatsch. Ich mag Roger Federer. Aber nicht so sehr wie Nadal. So, Team Skoda. Let's go. Da sehen wir, Flücksche thront schon wieder über allem. Gehen wir trotzdem erstmal in die Ergebnisse rein und sortieren das mal wieder durch. Da ging es schon gleich mal mit den nationalen Meisterschaften ordentlich rund. Melchizedek auf der 2, Simba van der Meer war auf der 3 im Zeitfahren in Südafrika. Tour of Antalya, Paolo Sprint da vorne mit drin. Du hast die Renntage bei Nero vergessen, Entschuldigung. Da schauen wir mal auf die Renntage. Das war relativ ausgeglichen. Harold Otter mit 26 Renndays, Jakob Kiplimo mit 26, Finny mit 29, Max Brandt mit 29 und am meisten natürlich wieder Benny, der sich immer in den Mittelpunkt drängen muss, richtig unangenehm einfach. 55 Renntage, leider nicht 69, das wäre natürlich die optimale Anzahl gewesen. Und Mike Hawk mit 57 Renntagen, hätte ich jetzt geschworen, dass der mindestens so wenig gefahren ist wie Virtanen. Das, naja, aber schon ordentlich Renntage in die Beine bekommen, das Team. Mein Papa auch mit 37 Renntagen. Ja, so jung fühlt er sich auch wie 37. So, Team Skoda. Jetzt haben wir, glaube ich, alles gezeigt. Ergebnisse noch weiter vorlesen. Heute werde ich gut schlafen. So viel, wie ich jetzt schon gelesen habe. Dann lasse ich das Buch heute mal weg, das ich natürlich eh nicht lese. So, Tour de Rwanda. Etappe 1, 2. und 3. Platz. Per Sempre Alfredo. Klingt nach einer geilen Kaffeemarke. Ich kaufe nur den guten Kaffee von Per Sempre Alfredo. Paulo Sprinter dort auf dem 3. Platz. Nachwuchsfahrerwertung in der Türkei für Pascal Herbig. Insgesamt 2. in der Gesamtwertung und 3. auf der 4. Etappe. So, warum hat mein Fahrer nur 65 Berg? Ich habe ihm eigentlich 70 gegeben. Raphael Remy, das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich leider wirklich nicht sagen. Das können wir nochmal prüfen. Berg 65, Hügel 76, Pancheur. Weiß ich nicht, vielleicht hattest du zu viele Punkte vergeben und die wurden halt von einem der stärksten Werte oder so abgezogen. Ich kann es nicht genau sagen, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob Ninja jetzt gerade noch mitschreibt und da vielleicht nochmal nachschauen möchte, woran das lag, ob man das noch in den Daten irgendwo nachvollziehen kann. Aber um mal wieder diesen schönen Satz zu sagen, wir nehmen das mal mit. Ne? Wir nehmen das mal mit und im nächsten Team-Meeting werden wir nicht drüber sprechen. Nein, wir prüfen es einfach mal und schauen nach, woran das gehapert haben könnte, gelegen haben könnte. So, wir gehen wieder zu Team Skoda. Wehe, es unterbricht mich jetzt noch einer bei den Ergebnissen bei Team Skoda. Straffes Regiment, sage ich hier nur. Jetzt komme ich vorbei und rasiere euch eine Glatze. So, La Route d'Occitanie, wissen wir ja schon, haben wir gewonnen. Mit unseren Abonnenten. Paulo Sprinter hat dafür eine Etappe gewonnen und 3. noch von Carcassonne. Vom schönen Brettspiel aus ging es dann los nach Cap Découvert, so hieß mein Französischbuch, also Découvert. Ryan Ballon, Zeitvermeister, schafften 3. geworden. Du bist mit 63 Berg gestartet, sagt Ninja jetzt. So, Emre Meteni, türkischer Meister, auf der Straße geworden. Ronald McDonald, 3. die Saska Tour. In Tschechien Simba van der Merwe 2. in der U25-Wertung. Und sonst Akono Kreuzer mit einem Etappensieg. Simba van der Merwe einmal 3. Und Team Skoda war schon echt erfolgreich. Auch bei der Tour du Limousin, da gab es Nachwuchsfahrerwertung, wurde von Sedek Melchi gewonnen. Sprintwertung gewonnen und die komplette Rundfahrt von Melchi Sedek gewonnen. Sedek Melchi, Melchi Sedek, Melchi Sedek, oder? Dankeschön. Kennen wir leider die Werte noch nicht. So, Roger Federer, Goat Nero. So, was bin ich gefahren? Da schauen wir gleich mal drauf. Jetzt mache ich einmal kurz Skoda noch durch. Und dann können wir noch Wünsche entgegennehmen für Songs. Ich kann auch was singen, jeder, je nachdem, wie ihr wollt.
Tour mit Team Legion, ich kann's nicht erwarten. Wann können die Scheiß-Streams nicht endlich bald starten? Wann geht Corey Williams, nee, wann lässt Corey Williams das erste Mal reißen? Und Kevin Rivera scheißt den Weißen, nee, ich weiß nicht mehr genau. So, Nadal ist gerade angekommen. Bewegt sich aber auch nicht so fresh. So, gibt es am Ende noch das Ergebnis in der Kontinentalwertung und Super Prestige? Machen wir auch noch. Also ein reiner Vorlesestream. Perfekt. So, Mechi Sedek auf der 3 bei der Tour de Limousin. Mulus Manus holt sich dort auf der Etappe 2 den Sieg. Und dafür revanchiert sich Mechi Sedek und holt sich den Etappensieg auf der 3. Etappe. Sefling, Dritter in Dänemark. Und dann, oioioi. Team Legion, ich kann's nicht erwarten. Man können die Scheiß-Streams nicht endlich bald starten. Wann lässt Corey Williams das erste Mal reißen? Und greift Rivera am End nach dem Weißen. Ja, und greift Rivera am End nach dem Weißen. Mann, Mann, Mann. Saisonsiege wären auch schön. Im Vergleich mit anderen Pro-Conti-Teams. Ja, können wir auch gleich machen. So, was habe ich alles verpasst? Wie gesagt, ein paar Rennen sind wir noch gefahren und jetzt machen wir gerade den Überblick. Zum Beispiel in Tschechien nochmal eine Rundfahrt, die sich Henrik Larsen-Solweg geholt hat. Matthäus Schneck dort auf der 2 und Cedric Melchior auf der 3. Ganz, ganz stark. Etappensiege im Teamzeitfahren. Zweiter und dritter Platz dann auf Etappe 3 noch. Und Emre Meteni, dritter bei Grand Prix du Berg, Pas-de-Calais. Auch schöne Ergebnisse, also Team Skoda generell sehr, sehr erfolgreich gewesen in der Breite. Da kann man nicht meckern. Nur noch 18.600. So, dann schauen wir nochmal auf die Fahrer. Renntage machen wir mal zuerst. Da sehen wir Emre Meteni mit 30 Renntagen am wenigsten, dafür aber sehr erfolgreich gewesen. Da kann man nicht meckern. Sprint, Beschleunigung schon ziemlich gut, auch der Ebenewert ist ordentlich. Die meisten Renntage hatte Paulo Sprinter. Und wenn man mal den Durchschnittswert nimmt, da ist Paulo Sprinter mit Hügel 77, Sprint 73, Beschleunigung 73 schon enorm gut mit dabei. Danny hat schon gezeigt, was er am Berg drauf hat. Gute Ergebnisse für ihn. So, Achso, die neue Anmelderunde, Entschuldigung, genau, ist schon im Discord mit drin, habe ich überlesen. Sorry, Cooper. Ab heute kann man sich anmelden, einfach im Discord-Channel Abo-Team. Und dort ist dann auch alles erklärt. Und wenn es Fragen gibt, einfach nochmal an die Community stellen, gar kein Problem. So, Sefling mit einer 74, 76 im Zeitfahren, stark. Pascal Herbig, guter Allrounder, kann so ein bisschen was von allem. Matthäus Schneck, Berg, Hügel. Zeitfahren ist dann eher ein bisschen schwächer, macht aber nichts. Richtiger Bergfloh. Dann Chrissy Nitschi, Mulus Manus mit einem Sieg auch. Ronald McDonald, der 74 im Sprint. Dann haben wir noch einige sehr gute Beschleuniger mit Akuno Kreuzer und Emre Meteni. Generell sehr cool und von den Nationen auch cool aufgestellt, das Team Skoda. Da ist für jeden was mit dabei. Keine Ahnung von den Werten, ja. Wie gesagt, wir können da auch nochmal helfen. Wenn du kannst auch einfach sagen, hey, ich hätte gern den Fahrertyp und dann schauen wir mal, dass wir dort da auch ein bisschen unterstützen. Genau, ansonsten steht alles auch im Formular drin. Da wird man gut durchgeführt, wenn man da Lust hat. Oder wenn man, was heißt, wenn man Lust hat? Wenn man gut liest, dann wird man gut durchgeführt. Und wie gesagt, ansonsten einfach Fragen stellen. Es beißt keiner außer, wen könnte ich jetzt in die Scheiße reiten? Jojo. Jojo, Jojo ist bissig, da bin ich mir ziemlich sicher. Einfach nur, um ihn gerade zu wecken. Wenn er jetzt hört, Jojo ist bissig. Was? So kommt Jojo dann einfach ins Bild. Jojo ist bissig. Was? Entschuldigung. Einfach wieder völliger Quatsch, aber macht ja nichts. Gut, Team Skoda haben wir durch, oder? Wir hätten alles gezeigt. So, weiter geht's.
Henry Ulig für Team Tropicale erfolgreich gewesen. Gleich mal den Auftaktsieg, zweite Etappe gleich mal geholt. Bei der Tropicale Misa Bongo, zweiter Platz von Rob Otter und Drevelato, den wir auf der dritten Etappe ja auch noch zum Sieg gesteuert haben. Das waren noch glorreiche Zeiten, als wir die Fahrer noch mitsteuern durften. Etoile de Bessèges, zweiter Platz auf der Etappe für TomTom. Abedin Paulsen, südafrikanischer Zeitvermeister. Cholet Pays de la Loire, dritter Platz für Patrick John. Schön, habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass er da so gut war. Belgrade, Banja Luka, da haben sie leider die Flagge geklaut, aber Lars Rino war da immerhin dritter in der Gesamtwertung. Die Mont Ventoux Challenge, zweiter Platz für TomTom. Als Drevelato noch gefahren ist, am Anfang jedes Rennen Drevelato und dann irgendwann einfach gelassen. So, Slowenien-Rundfahrt, vierte Etappe, zweiter Platz für Sportunovski, der Mann, der beim Teamzeitfahren verweigert hat. Kubanischer Meister Inspektor Spacetime, zweiter Platz in Luxemburg vor Hornig. Colin Zimmermann, Zeitvermeister Kenias. In Kuba dann wieder Inspektor Spacetime, Sportunovski wie immer. Gewinnen ist nicht, aber zweiter Platz reicht ja auch völlig. Colin dann auf der 2 nochmal in Kenia und TomTom wird Dritter bei den deutschen Straßenmeisterschaften. Matthias Simon holt sich die dritte Etappe in Österreich. Sportunovski, zweiter Platz in Österreich. Bei der Saskatour sind wir im Teamzeitfahren Zweiter geworden. Okay, nice. Dann noch ein paar gute Ergebnisse von Henry. Absolut Meister der Herzen. So, melde mich jetzt an. Sehr schön, da freuen wir uns drauf. So, Arctic Race of Norway. Dritter Platz in der Bergwertung für Henry Ulig. Okay, dritter Platz auf der vierten Etappe. Deutschlandtour die zweite Etappe gewonnen. Ich glaube, unser größter Sieg letztes Jahr und Classique Paris-Chauny haben wir uns gesichert. Alter, was hat Nadal alles dabei? Sieht immer aus, als würde er umziehen. Entweder Tennis spielen oder in eine Fünf-Zimmer-Wohnung umziehen. Aber das ist ja auch nicht normal. So, Nick Osin, da ging es in die Uckermark. Da kennen wir ja noch Geburtsort oder ne, Geburtsort, ich weiß es nicht genau, ob sie dort gelebt hat, die Perle aus der Uckermark. Davon glaube ich gar nicht mehr sagen, oder? Das ist despektierlich. Ist es auch. Colin Zimmermann noch Dritter bei Chrono de Nation. Und dann auch hier nochmal der Blick zuerst auf die Renntage. Boah, 9 Renntage. Das ist, schießt schon so ziemlich alles ab, was Abedin Paulsen da gemacht hat. Vor allem, er ist ja Meister geworden in Südafrika im Zeitfahren. Und dann durfte er nie mitfahren, genauso wie Patrick John und Holm Hansen. So, moin moin, bin die ganze Zeit im Lurken. Macht dir nichts, aber schön, dass du da bist. Wir freuen uns auch über die stilleren Zuschauer. So, Nick Osin, 20 Renntage, aber ein paar gute Ergebnisse reingefahren. 24 Renntage für Colin. Und dann schauen wir mal, Henry Ulig, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Henry ein bisschen bevorzugt haben. Aber 75 Renntage ist schon viel. Genau, man kann sich jetzt wieder anmelden. Einfach auf dem Discord-Channel gehen, da ist der Link. Beziehungsweise wir können den Link auch hier nochmal reinposten, aber leichter ist es, über den Discord das Ganze zu machen. Dort im Channel Abo Teams, da kann man sich ab jetzt wieder für die nächste Saison anmelden. Genau, Dankeschön an Franklin. Und dann nochmal die Werte der Fahrer, das hätte ich jetzt auch einfach lassen können. Da sehen wir nämlich Nick Osin mit der 75, 77 am Berg, nice. Robert Sportunovski mit der 75, 75. Matze Fummel auch Berg 75, Hügelwert 75 bei Lars Rino. Zeitverwert haben wir im Teamzeitfahren gesehen. Das war nicht ganz so nice. So, ah genau, Maike hat auch das Formular nochmal reingepostet. Super, dankeschön. So, Colin Zimmermann 76 im Zeitfahren. Inspektor Spacetime, super Allrounder. Fehlt es ein bisschen am Kopfsteinpflaster, aber ist, glaube ich, wenig dramatisch bei den meisten Rennen. Sprint 65, Beschleunigung 65 ist okay. TomTom auch super Rounder, nochmal ein guter Abfahrer, sicherlich auch gut. Regeneration 54 könnte dann bei den großen Rundfahrt problematisch werden. Ja, schauen wir gleich mal. So. Achso, ja, stimmt, da war was. Schon wieder alles vergessen. So, also ihr habt ja hier einen guten Überblick, wie das Ganze ausschaut. Beziehungsweise ihr konntet jetzt mal selber gucken. Ich tue wieder so, als wüsste ich sofort, in welchem Team Sylvain ist. Natürlich in Team Nero. How dare I? So, 47 Renntage. 10. in der Schweiz. Ansonsten kein einstelliges Ergebnis. Zumindest nicht in den Gesamtwertungen.
da bei der Ungarn-Rundfahrt. 8., 7., 6. auf den drei Etappen. Boucle de la Mayenne, 4. sogar mal gewesen auf einer Etappe. 6. in Slowenien. Und in Dänemark hat es nicht für ganz vordere Platzierungen gereicht. Vuelta Andalusia, Etoile de Bessèges, da war es noch nicht ganz so stark. Also, aber 47 Renntage ist, glaube ich, mehr als ordentlich. Kann man, glaube ich, so lassen. Würde ich jetzt mal behaupten. So, dann gehen wir mal in die Teamergebnisse rein. Vielleicht auch nochmal ganz interessant. So, weiß nicht, welche Spezialisierung ich nehmen soll. Kommt ganz drauf an, was für ein Fahrertyp du natürlich machen willst. Ist jetzt eine blöde Antwort. Aber da kannst du wirklich ganz, ganz frei entscheiden. Wann kommen die Meistertrikots? Ja, sorry, die werde ich jetzt wirklich demnächst mit einbauen. Die Meistertrikots, die ihr entworfen habt, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Nur einmal Top 5, ja, aber nicht schlimm. Nächste Saison wird es richtig gerockt. Wie die Werte am 1.1. aussehen. Die neuen Meistertrikots werden jetzt integriert. Im nächsten Stream zur neuen Saison sind die Meistertrikots drin, versprochen. Absolut, hundertprozentig versprochen. Wir haben jetzt ja auch ein bisschen Zeit, weil der Anmeldezeitraum jetzt ja auch erstmal ein bisschen läuft. Wie gesagt, auf dem Discord-Channel alles erklärt und die Rahmen auch alles. Alles kommt mit rein und dann zeigen wir das auch nochmal. Das ist dann der Teaser für die zweite Saison für das Abo-Team. Wann gibt es den nächsten Stream? Das weiß ich noch nicht ganz genau. Werde ich aber wie immer ganz hochprofessionell irgendwie irgendwo ankündigen. Nee, normalerweise steht es ja auf dem Discord unter Streams. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Wie gesagt, ich lasse mir das inzwischen ein bisschen spontaner, weil ich einfach manchmal mehr Lust habe, was anderes zu machen. Das ist nicht böse gemeint, aber manchmal habe ich halt mehr Lust, dann selber Radl zu fahren. In den sonntäglichen Wamsi-News, ja, die waren aber eine gute Idee, muss man sagen. Wenn ich jetzt auch noch mehr Lust hätte, jeden Tag zu streamen, dann waren die Wamsi-News echt eine gute Idee. Aber die Umsetzung jetzt halt, das hat dann irgendwann nicht mehr so richtig gut funktioniert. Aber eben, weil ich keinen genauen Plan machen will. Das sagt sich immer so leicht. Aber jetzt am Sonntag zu entscheiden, worauf ich am Donnerstag Lust habe, ist immer ein bisschen schwierig. Und da will ich mich einfach nicht so festlegen. Ist für die Zuschauer ein bisschen doof, aber für mich ist es einfacher momentan. So, also, Aufstieg in die World Tour wird es erstmal nicht geben. Da werden wir auch noch drüber diskutieren. Ob wir dann nächstes Jahr höher starten. So, Anmeldeschluss, glaube ich, haben wir jetzt noch nicht fest definiert, oder, Maike? Genau, Anmeldeschluss haben wir noch nicht definiert. Genau, die neuen Anmeldungen müssen auch erstmal eingepflegt werden. Ich weiß es nicht genau, aber sicherlich eine Woche mindestens wird es so dauern. So, kannst du vielleicht doch noch in den Dezember simulieren? Einige Mannschaften steigen vielleicht noch auf. Ja, das machen wir auf jeden Fall gleich. So, jetzt schauen wir nochmal auf die Ergebnisse. 22, 23, 24, 25. Da sind wir also sehr, sehr dicht dran an der World Tour. Von den Werten her. Dann schauen wir mal ins Einzel rein. In der World Tour wird es wahrscheinlich kaum einer irgendwie weit nach oben gebracht haben. Lars Rino mit einem Punkt. Franklin mit einem Punkt, Team Skoda mit Zeffling hier mit einem Punkt, also das müssen wir uns nicht wirklich anschauen. So, Nero ist close bei der World Tour. Jupp hat an eine Woche gedacht, hängt auch ein bisschen davon ab, wie massiv da Anmeldungen reinkommen und du Zeit und Lust zum Stream hast. Ja, auf Abo-Team eigentlich immer Bock. Ich hätte auch gestern Bock gehabt, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es ist sehr rot oben auf dem Kopf. Und das hat mich gestern einfach, der Sonnenbrand hat mich dann gekillt. Am Nacken war auch noch ein bisschen rot. Da ist die Sonne mir halt auch den kompletten Hinweg von hinten drauf geklatscht. Und das hat mich dann gekillt. Aber natürlich auch, es war über 60 Kilometer Radtour, relativ hügelig das Ganze eben auch, wie das da rund um den Starnberger See halt auch ist. Und das hat mich ein bisschen gekillt. Und ich hätte gestern Abend hier nicht sitzen können und streamen, das wäre, glaube ich, too much gewesen. Da wäre ich irgendwann umgefallen. So, Mathieu van der Poel in der Kontinentalwertung im Einzel vorne. Kann ich leider nicht filtern, gell? Da müssen wir jetzt auch mal drauf achten. Oder ich kann es nach Team sortieren. Da schauen wir mal. Wir starten ja, glaube ich, bei Team Dingsbums, Team Gummibärchen.
Team Gummibärchen, Sebastian Thomassen auf der 56, Horst Lampe auf der 82. Ich lasse das mal so kurz drauf, dann seht ihr mal, wie viele Punkte da geholt wurden. Laurel Schepers mit nur 5 Punkten, aber das wird nächstes Jahr bestimmt besser. So, dann haben wir das Team Lochenzahn mit Florian Harrer auf der 43, Schweinebeermann auf der 61, Johannes Thier auf der 79 und Helga Rakete noch auf der 86. So, Lochenzahn auch in der Breite ein bisschen stärker. Dann Team Nero mit Toni Abseiler auf Platz 50, Roder von Rucklatt 94. Auch da in der Breite sehr, sehr viele Punkte geholt worden. So, Team Skoda mit Paolo Sprinter auf der 40, Melchi Sedek auf der 66, Emre Meteni auf der 104. Da lasse ich nochmal ganz kurz offen und wir sehen, dass Henry Ulig auf der 27 tatsächlich mit der beste Fahrer ist, aber klar, mit 75 Renntagen. Irgendwann sprintet halt auch mal Sam Welsford neben einen und stürzt einen mit ins Ziel. Dann muss man natürlich viele Punkte holen. TomTom auf der 55, Sportonowski auf der 60 und Colin Zimmermann auf der 83. Philipp Brandt noch auf der 1185. So, das waren die kontinentalen Ergebnisse. Ja, wir simulieren gleich einfach nochmal bis hin. Super Prestige, weiß ich nicht. Müssen wir da jetzt einzeln nochmal drauf schauen? Ich glaube nicht. Das wird wahrscheinlich uninteressant sein, weil die Platzierungen eh schlecht sind. Durch die fehlenden World Tour Rennen. So, in der World Tour, da schauen wir auch nochmal drauf. Tropicale mit einem Punkt. Geil. Team Nero mit 42, Gummibärchen mit 54, Skoda mit 63 und Team Lochenzahn sogar mit 182 Punkten in der World Tour. Stark. Da sind sie mittendrin bei den Continental Pro Teams. So, Continental, Alpecin Phoenix holt sich logischerweise die Krone. Machen sie ja immer. Arkea Samsic auf der 2, Total Energie auf der 3. Dann Team Tropicale auf der 8, bestes Abonnententeam, wahrscheinlich dank Henry Ulig. Dann Team Skoda auf der 2. Der Team Skoda Hass ist mal wieder real. 1500 Punkte für Team Skoda. Team Lochenzahn knapp dahinter mit 1433. Team Nero mit 1214. Und der Favorit eigentlich, zumindest in der Zuschauergunst bisher, die Gummibärchenbande. Auf dem enttäuschenden letzten Platz. 20. Platz für die Gummibärenbande. Im Super Prestige, auch da schauen wir nochmal drauf, wird sicherlich keine Top-Platzierungen geben. Auch hier ist Team Tropicale das stärkste Team, dahinter Team Lochenzahn, dann Skoda, Team Nero und, habe ich eins vergessen, Team Bikegate haben wir hier auf der 88, habe ich oben eins vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, okay, da 36. die Gummibärchenbande, dann haben wir sie auch alle. So, wer hat dann die meisten Siege eingefahren dieses Jahr? Deneos Grenadiers mit 66 Siegen, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren ist noch lange nicht Schluss, das denke ich mir auch, deswegen mache ich noch ein bisschen weiter mit YouTube und Twitch. So, wann kommen denn unsere Teams? Da sehen wir Tropicale mit 9 Siegen, Team Skoda ebenfalls mit 9, also da sind sie gleich auf. Dann wird es allerdings ein bisschen zappenduster dahinter. Team Lochenzahn mit 6 Siegen. Bikegate mit 5 Siegen. Wir haben die Gummibärchenbande mit 4 Siegen. Und Team Nero nur mit 3 Siegen. Aber die waren in der Breite sehr, sehr stark. Deswegen hat das echt gut funktioniert. So, jetzt natürlich wieder die beliebte... Beziehungsweise wir simulieren uns mal ein bisschen durch. Jetzt kommt natürlich noch der Veneto Classic. Und Japan Cup Cycle Road Race. Und dann simulieren wir uns jetzt mal so bis Ende November durch. Beziehungsweise bis 25. Oktober oder sowas. Da ist doch dann, wird der Aufstieg da nicht fix gemacht, 25. Oktober. Da können wir dann gleich mal die Simulation beenden. So, drücken wir mal Finito und schauen uns nochmal das Ranking an, den Index.
So, es hat anscheinend nicht gereicht für unsere Teams. Also Team Nero, Loch im Zahn, Tropikale, Team Skoda bleiben in Continental Pro. Das können wir ja nochmal entscheiden, ob wir das dann vielleicht noch anders machen, weil wir jetzt schon einige Fahrer haben, die ein bisschen overpowered sind für Continental Pro. Und bis Mai, da fließt noch viel Wasser hier die Isar runter. Und die Fahrer werden sich nochmal schnell und gut verbessern. Genau, der Teamwechsel auch schon durch. Sollen wir bis in den Dezember gehen, aber die Aufstiege sind ja jetzt schon fertig. Achso, der Teamwechsel ist dann auch schon durch. Warte mal. Haben jetzt Fahrer das Team verlassen? Ne, die Verträge sind ja klar. Ah, hier gibt es jetzt Neuverpflichtungen oder was? An den Henry Ulix-Vertrag bei Team Nero. Aufstiege sind auch erst im Dezember. Ich dachte immer, die Aufstiege wären jetzt schon fix. Okay. So, da kriegen wir vielleicht sogar noch eine neue Stufe für Henry Ulig. Aufstiege sind im Oktober, oder? Ja, dachte ich nämlich auch. So, November. So, jetzt drücken wir mal und dann haben wir nämlich eine neue Stufe gezündet. So, sie haben gerade die nächste Stufe erreicht. Dann können wir hier mal drauf schauen. Pancheur würde 71,74 bringen. So, noch einen Formhöhepunkt hast. Ja, gekonnt ist gekonnt. So, Fortschritt der Attribute sollten wir auf jeden Fall machen. Wie schaut es denn potenzialmäßig eigentlich aus? Da sind wir ja ohnehin extrem stark. So, schauen wir mal. Da würden wir in vielen Punkten was gewinnen. Wie schaut es bei Sprinter aus? Da würde es eigentlich nicht denselben Effekt, beziehungsweise hat denselben Effekt, hat aber noch andere positive Nebeneffekte. Zeitfahrer finde ich nicht so geil. Nordklassiker ist fast noch besser, oder? Wo ist jetzt der Unterschied von Nordklassiker zu Pancheur? Ne, Pancheur ist noch besser. Dann nehmen wir wahrscheinlich wieder Pancheur. Das hat, glaube ich, den größten Einfluss. Nordklassiker verlieren wir bei Hügel ein bisschen was. Ausreißer verlieren wir bei Beschleunigung ein bisschen was. Sprinter verlieren wir bei Kopfsteinpflaster was. Und bei die Zähigkeit würde nicht mitgehen. Aber Sprinter hat jetzt bei Sprint und Beschleunigung, glaube ich, keinen Unterschied zu Pancheur. Dann würde ich wahrscheinlich wieder Pancheur nehmen. So, 70 Ebene sind für einen Sprinter. 70 Ebene, 68 Berghügel, Zeitfahren, Prolog, Kopfsteinpflaster, Sprint, Beschleunigung, Abfahrt. Sieht für mich auf den ersten Blick eigentlich relativ ordentlich aus. Ich kann es jetzt aber im Kopf nicht ausrechnen. Aber ich würde hier jetzt den Pancheur nehmen. Das ist, glaube ich, die beste Variante. Etappenrennen. Da ist halt Sprint nix nach oben, Beschleunigung nur einer nach oben. Und Ebene und Berg wird dadurch besser. Aber Ebene wird bei Pancheur genauso besser und Berg wird auch besser. Deswegen, ich glaube, Pancheur ist echt am sinnvollsten. Climber verliert man halt auch ein bisschen was. Also wir nehmen Pancheur. Verbessern Henry nochmal ein klein wenig. War Molus Manus Mann am Start? Ja, er hat ja sogar mal gewonnen. Wenn ich mich da noch richtig erinnere. Molus Manus habe ich mir irgendwie gemerkt, dass der bei Team Skoda ist. Weiß auch nicht warum. Aber Molus Manus, wie gesagt, mit einem Sieg. In dieser Saison bei der Tour du Limousin hat er sich die zweite Etappe geholt. 45 Renntage insgesamt. Ein paar gute Ergebnisse. Ordentlicher Pancheur, aber von den Werten her gibt es noch bessere. So, soll ich noch was nachschauen? Gibt es noch Wünsche? Ansonsten, wie gesagt, würde ich mich an den Breakball von Rafael Nadal machen. Komm schon, Rafa, hol's dir.
Wie gesagt, ansonsten, wenn ihr noch Infos zu euren Fahrern haben wollt, dann kann ich die euch noch geben. Ansonsten geht es so in circa einer Woche oder sowas dann weiter, je nachdem, wie viele sich anmelden. Da steckt doch immer ein Haufen Arbeit dahinter, auch die ganzen Trikots, die gemacht wurden, die ich ja leider noch nicht integriert habe. Da steckt auch viel Arbeit dahinter. Da werde ich mich morgen Mittag dann mal dran setzen und das Ganze integrieren. Dann gönne ich mir da ein bisschen Zeit und werde die schöne Arbeit, die dort von Maike, Max, Franklin, Ninja gemacht wird, auch positiv umsetzen, damit sich das auch lohnt. Und da kann ich sowieso immer nur Danke sagen, generell, was da alles organisiert wird. Auch das Tippspiel ist viel, viel Arbeit und das Abo-Team ist viel, viel Arbeit. So, Rob hat es mal ausgerechnet, 10 Punkte zu viel verteilt. Aber wie gesagt, das können wir dann auch, 870 sind erlaubt. Genau, ich habe jetzt noch nicht genau reingeschaut, aber da können wir dann gleich nochmal schauen. Also, wenn keiner mehr Wünsche hat zu seinem Fahrer, wir haben, glaube ich, das meiste besprochen. Wann es weitergeht, werden wir dann demnächst relativ kurzfristig nochmal bekannt geben. Jetzt warten wir erstmal, wer sich noch alles anmeldet. Dann müssen wir schauen, welches Team wir überhaupt noch machen, welches Trikot da dazu kommt. Da bin ich sehr gespannt, wie viele von euch noch mitmachen wollen. Mir hat die erste Saison mega viel Spaß gemacht und ich freue mich extrem auf die zweite Saison. Vor allem bin ich sehr froh, dass die Abo-Teams auch recht erfolgreich sind und viele von den Fahrern auch mit vorkommen. So, für jeden Stat gibt es eine Begrenzung von 73 Punkte. Insgesamt dürfen nicht mehr als 860 Punkte vergeben werden. Okay, 860 sind es, dann sind es wirklich 10 zu viel. Huh. Ha, Loch, Loch, Loch im Zahn. Alle, opi, alle, omi, alle, opa, scheiß aufs Doda, Loch, Loch. Loch im Zahn, Johannes, 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 Terek, Hannes. So, war richtig nice. Hoffe, dass es noch lange geht. Ja, das hoffe ich auch. Also, ich glaube, ich bin relativ fit. Mein Herz wird noch ein paar Saisons mitmachen. So, danke schon mal für den Stream und gute Nacht an alle. Ja, 8:45 ist jetzt aber auch langsam wirklich Zeit fürs Bettchen. Also ich danke allen, die dabei waren. Ich danke allen, die es mitorganisiert haben, die geschaut haben, die Bock haben. Und die zweite Saison wird noch geiler als die erste. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir werden jede Woche mindestens einen Stream dazu machen. Und parallel jetzt, es wird wieder ein bisschen mehr in den normalen YouTube-Rhythmus gehen, weil es für mich irgendwie auch ein bisschen leichter ist zu organisieren. Wenn ich mir denke, ach, gerade habe ich Bock auf Tennis Manager, dann mache ich einfach mal 2-3 Folgen Tennis Manager aufnehmen und mache aber dann eben so viel, wie ich gerade Bock habe und nicht alles im Stream, sondern ein bisschen geschnitten. Tennis Manager täglich. Es hat keine Tennis Manager geschrieben, also kommt heute keine Folge mehr. Ja, habt ihr jetzt Pech gehabt. Aber es gibt momentan eh genug Tennis zum Schauen, deswegen ist es auch völlig in Ordnung, wenn wir morgen dann damit weitermachen. Und Team Legion ist jetzt auch schon bei den nationalen Meisterschaften. Nee, jetzt kommt es morgen erst, jetzt ist es zu spät. Jetzt guckst du gefälligst Djokovic gegen Nadal, was glaube ich auch noch spannender ist als der Tennis-Manager tatsächlich. Team Legion, wie gesagt, Tour de Suisse habe ich 2-3 Folgen aufgenommen, die kommen dann jetzt auch auf die nächsten Tage verteilt und mal schauen, was sonst noch so mir in den Sinn kommt. City Skylines wollte ich eigentlich auch endlich mal wieder weiterspielen, da können wir demnächst mal abends schauen, wenn Anna auch unterwegs ist, dass wir dort mal an unserer schönen Stadt weiterbauen, haben wir schon lange, lange nichts mehr gemacht. Aber jetzt, 8:45, was ist mit Fantis Tod? Ja, stimmt, das wollten wir auch noch. Das habe ich komplett vergessen. Sorry. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das müssen wir auch noch fertig spielen. Ja. Da machen wir wirklich mal einen Plan. Jetzt, wo das Wetter soll diese Woche, glaube ich, aber auch sehr verregnet sein zum Teil. Da können wir dann auch mal wieder ein bisschen mehr streamen. So, bin nächste Saison dabei. Sehr schön, Cooper. Da freue ich mich. Und wie gesagt, freue mich über jeden, der dabei ist. Und ich werde mir mal Gedanken machen, wie wir die Streams demnächst organisieren. Wie gesagt, ich hatte jetzt so eine kleine Down-Phase bei den Streams, aber das wird auch wieder besser werden. Und dann spielen wir Fantis Tod nochmal nach. Wir können das Kapitel mit Fantis Tod, um Benny einfach völlig zu traumatisieren, in der Endlosschleife spielen. Das wäre wahrscheinlich der absolute Killer. Achso, eins aber noch. Am 10. Juni, das könnt ihr euch schon mal rot anmarkern, am 10.6., da kommt, glaube ich, The Quarry. 10.6. müsste passen. Das spielen wir auf jeden Fall. So, wer es nicht kennt, ich gehe gerade mal ganz kurz rein.
No Capture, Display Capture. So, machen wir das hier. Also, The Query. Das Ding hier, sieht man das jetzt? Ich glaube schon. Ab 10. Juli so ein bisschen wie Until Dawn. Nicht nur ein bisschen, sondern es ist von denselben Machern wie Until Dawn. Geile Geschichte. So ein bisschen ein Teenie-Horrorfilm, den man nachspielt. Und die Entscheidungen, die man selber trifft, die sind dann halt wichtig für die Geschichte. Wahrscheinlich sterben die Charaktere sonst wieder weg ohne Ende. Da habe ich mega Bock drauf und freue mich drauf. Ich glaube, man hat gerade Pro Cycling Manager gesehen. Ich hätte wahrscheinlich so machen sollen. Display Capture. Und dann so. Ne? Jetzt seht ihr das aber. Ich sehe es gerade selber nicht. Ich hoffe mal, es funktioniert jetzt. Darf man das zeigen? Wahrscheinlich schon. Yeah, Hackett's Quarry forever! I just want to get you guys safely out of Dodge before the sun goes down. Supermassive. Damn it! I thought I told you kids to check everything. Look, it's not that big of a deal, okay? We'll just spend one more night here. No! No! Just stop. Let me think. Okay. Make sure that everybody is inside the lodge for tonight. Lock the doors. No one in, no one out. No one. Got it? I'll be back first thing in the morning, and we'll get you all on the road. What if we're out partying tonight, out in the woods, and we end up in a most dangerous game situation? Like when people hunt other people? Yeah, what? I mean, think about it. It's camp is over, and hunting season has just begun. I did see a weird light in the treehouse across the lake. That was pretty spooky. Maybe it's your girlfriend, Brian. The Hack of Hackett's Quarry. Boah, sogar mit Trent Alexander Arnold. Krass. Should we look? Maybe it was the bears. And why does everyone blame everything on bears? Okay. Do you got anything better? I mean, like, zombies, aliens, time-hopping Draculas? Ryan? Hey! Run! Happen, please. We ain't playing games no more, little girl. There's something coming! One. Silence! Two. Lost. Max. Lost. Three. Terrified. Okay, ich glaube, wir haben es verstanden, oder? Wir haben es verstanden. Wird mega. Jetzt haben alle Zuschauer vergrault, macht ja nichts. Wer die nächste Saison so feiern, habt ihr ja schon gefeiert, aber mich jetzt angemeldet, hoffe ich gewinne auch mal. Das ist der Sinn von einem Sprinter, der geht auf Etappensiege. Das passt. Also The Query und vorher, ich glaube, Anna ist am Donnerstag unterwegs. Vielleicht machen wir mal relativ spontan. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig beim Storygame, aber wir wollen auf jeden Fall Detroit Become Human vorher noch fertig spielen. Da ist nicht mehr viel. Ich glaube, 4-5 Stunden haben wir da noch vor uns. Und dann sind wir nämlich mit dem Storygame durch und können in das nächste Storygame reingehen. So, den Satz habe ich gebracht. Die Gummibärenbande. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. So, macht's gut. Anna hat schon geschrieben, du wolltest doch nur bis 9. Jetzt ist 20 nach 9. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, einen schönen Abend. Kommt gut rein in den Mittwoch. Und Mittwoch, ja, doch passt. Tschüssikowski, Tschüsseldorf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.